Herzlich willkommen zu einem besonderen Format, zum ersten volldigitalen Parteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt, ein Arbeitsparteitag. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass viele Menschen vor den Bildschirmen dabei sind. Ich darf Gäste begrüßen, zuallererst ganz sicher Michael Kellner, später noch die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Anna Franziska. Ich darf unsere Ministerin Claudia, ich darf Conny, Steffi sowie Pressevertreterin begrüßen und eben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Zu diesem LDR ist einiges anders. Das technische Format erfordert von uns einige Umgewöhnungen. Für die insgesamt bessere Übersicht können wir euch alle nicht sehen. Wir müssen uns also in unserer gemeinsamen Beratung und in unseren Abstimmungen anders organisieren. Einfach mal schnell die Hand heben, wird diesmal leider nicht funktionieren. Und ich will zunächst mit einigen technischen Hinweisen starten. Zu Beginn, ich weiß nicht, mit was für Browsern ihr arbeitet, aber wenn es bei euch zu Problemen kommt, dann solltet ihr auf Browser wie Chrome oder Iron oder Safari wechseln. Bei Firefox und anderen Browsern kann es manchmal zu Problemen kommen. Für die Delegierten ist wichtig, wie funktioniert das mit den Abstimmungen? Bitte unbedingt die Zugangsdaten für das grüne Netz bereithalten und dann könnt ihr im Fenster https://veranstaltung.grüne.de rechts oben auf das Login für Mitglieder klicken und euch dort einwählen. Wenn alles klappt, funktioniert die Oberfläche dann wie bei der BDK. Wir testen das nachher auch gleich nochmal zu Beginn mit euch allen. Habt ihr den grünen Netzzugang verlegt, dann schaut doch bitte zunächst, ob ihr euren Zugang über https://netz.grüne.de und über die Funktion Passwort vergessen wieder herstellen lassen könnt. Und dazu verwendet bitte auch die Mailadresse, die ihr auch also für grüne Nachrichten wie den Newsletter und sowas benutzt. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte über den Support-Chat. Den Link dazu findet ihr auf grüne-lsa.de. Und für ganz dringende Fälle, die Delegierten haben selbst auch nochmal eine Mail mit Sonderrufnummern erhalten, dort unter Punkt 3 zu finden. Anmeldung für Redebeiträge. Das funktioniert für Ersatzdelegierte und Eingeloggte über den Schalter Rednerinnen und entsprechend die Funktion auf https://veranstaltung.grüne.de oder über unseren Support-Chat. Und für dringende Fälle gilt auch hier, ihr habt eine Sonderrufnummer erhalten. Ihr findet das Ganze unter Punkt 4. Wenn ihr euch für einen Redebeitrag gemeldet habt und euch später einwählen wollt, dann tut das bitte nach individueller Aufforderung, zum Beispiel, weil eure Meldung gelöst worden ist, in dem verschickten Link per Internetbrowser. Das LGS-Team nimmt euch dann dort in Empfang und bitte erlaubt unbedingt, dass eure Webcam und euer Mikrofon verwendet werden darf vom Browser, sonst wird es nicht mit der Übertragung funktionieren. Und ganz, ganz wichtig, bitte schließt den Stream in allen Browserfenstern, denn es gibt sonst durch Zeitverzögerung zwischen Senden und Empfangen Störgeräusche und Rückkopplungen. Das könnte für Irritationen sorgen. Und wir wollen ja nicht, dass irgendjemand frustriert vor dem Rechner endet. Wichtig, wir geben dann ein genaues Signal, wenn du dich live schalten und reden kannst. Und wenn ihr noch Probleme habt, dann könnt ihr auch Technikfragen mit Markus Müglitz unter Telefonnummer 0159 05 10 3758 klären. Ich wiederhole nochmal 0159 05 10 3758 und natürlich könnt ihr uns über den Support-Chat erreichen. Und jetzt ist erstmal mein Part hier beendet und ich übergebe an unseren Landesgeschäftsführer Martin, der das alles für euch auch nochmal entsprechend zeigt, sodass es jeder nachvollziehen kann.
Dann haben wir nach einem Testbild und der besten Pultdesinfektion, die man sich vorstellen kann, jetzt hoffentlich wieder eine Übertragung in Ton und Bild. Und nachdem wir jetzt auch haben feststellen können, dass aktuell 36 von 46 möglichen Delegierten sich registriert haben, können wir mit dem LDR beginnen. Damit können wir zunächst die für den Ablauf dieses kleinen Parteitags nötigen Gremien bestimmen. Für die Mandatsprüfungskommission schlägt der Landesvorstand Theresa Heinemann vor aus dem KV Magdeburg. Dann bitte ich jetzt um die Abstimmung und frage zunächst, ist Antragsgrün am Start? Das dauert noch einen kurzen Moment. Ich warte auf ein Signal, wann Antragsgrün am Start ist. Das ist heute eine Übung in Geduld, glaube ich, für alle Beteiligten. Wir machen das zum ersten Mal, einen volldigitalen Parteitag. Ich glaube, es ist eine Herausforderung für uns alle. Ich kann nur darum bitten, Ruhe bewahren, noch einen Kakao trinken, einen Tee. Wir kommen hier gut miteinander durch. Das funktioniert, aber es wird noch einen kleinen Moment dauern. Vielen herzlichen Dank. Abstimmungsgrün ist jetzt also freigeschaltet. Insofern darf ich alle Delegierten um Abstimmung bitten. Die Abstimmung ist eröffnet. So, haben jetzt alle abgestimmt, konnten alle ihre Stimme abgeben. Ich bitte die Regie um Hinweis, ob hier noch jemand seine Stimme bisher nicht abgeben konnte. Bei 32 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen ist Theresa Heinemann-Much als Mandatsprüfungskommission gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Dann gehen wir sofort weiter. Für das Protokoll schlägt der Landesvorstand Britta Rauschnabel vor. Wenn es keine weiteren Bewerber gibt, starten wir jetzt in die Abstimmung dazu. Ich bitte wieder Antragsgrün entsprechend zu öffnen und den Wahlgang zu starten. Ja, bedauerlich ist ja heute Abend vor allem, dass aufgrund der Abstimmungs- oder der Abstandsgebote, die einzuhalten sind, ich nicht mit meiner Co-Vorsitzenden Susanne hier gemeinsam sitzen kann, sonst würden wir das vielleicht auch gemeinsam erledigen. Aber ich darf mich schon mal bei allen bedanken für die Geduld bisher und die Regie gibt mir jetzt vielleicht ein Ergebnis. Wir haben 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Damit ist Britta Rauschnabel gewählt. Dann kommen wir jetzt zum Präsidium. Hier schlagen wir euch vor, Christian Franke Langmach und Luisa Büschlepp-Köppen. Und wir bitten um Verständnis, dass wir jetzt nicht weitere Bewerbungen hier aufnehmen können. Das hat damit zu tun, dass das Präsidium schon live in der LGS sitzt. Da bitten wir um Verständnis. Ich bitte euch jetzt in die Abstimmung einzutreten zum Präsidium für Christian Franke Langmach und Luisa Büschlepp-Köppen. Ja, wir haben an dieser Stelle jetzt die Abstimmung gleich geöffnet und jetzt ist wichtig, jeder von euch hat 2 Stimmen, die ihr an dieser Stelle vergeben könnt. Die Abstimmung sollte jetzt offen sein. Alle Delegierten darf ich bitten, jetzt in die Abstimmung einzutreten. Ja, wir nehmen natürlich selbstverständlich auch die Glückwünsche entgegen, die hier zum Beispiel via Twitter eintrudeln. Nicht nur die erhöhte Spannung, sondern auch der Glückwunsch dazu, dass nach 50 Minuten die ersten kleinen Formalien erledigt werden. Ein namentlich bekannter Twitterer meinte, in dieser Zeit hätten die Grünen sonst 3 Leitanträge beschlossen, den Innenminister abgekanzelt und sehr viel Biozisch getrunken. Ob es Biozisch ist, wissen wir nicht, aber für die ersten 2 Dinge bin ich mir sicher, das ist zutreffend. Aber das gehört auch zum Parteileben dazu, auch leider zum digitalen Parteileben, formal ja bei Parteitagen, die müssen sein, sonst kommen wir hier nicht gut durch. Die sind die Voraussetzung, damit anschließend inhaltlich entschieden werden kann.
Und ich gucke mal in Richtung der Regie, ob der Abstimmungsgang geschlossen werden kann. Einen kleinen Moment brauchen wir an dieser Stelle noch, sagt mir die Regie. Wir haben noch nicht alle entsprechenden Abstimmenden im System. Es braucht also noch einen kleinen Moment. Aber in Kürze werden wir ein Präsidium hoffentlich haben. Und wenn das soweit ist, dann bin ich guter Dinge, dass das auch etwas flüssiger hier weiterläuft, weil es dann alles aus der Landesgeschäftsstelle gesendet wird. Dann schließen wir die Abstimmung jetzt und das Abstimmungstool kann die Verifizierung durchführen. Und dann werden wir in Kürze ein Ergebnis haben. Wir haben 34 abgegebene Stimmen. 30 für Luisa, 31 für Christian, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung. Dann danke ich recht herzlich und wir haben ein gewähltes Präsidium, an das ich jetzt gerne übergebe und damit live in die Landesgeschäftsstelle nach Magdeburg. Einen kurzen Moment brauchen wir noch. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite, von Luisa und mir. Wir führen euch heute durch diesen Abend. Wir müssen noch ein paar weitere Formalia erledigen. Zunächst einmal bitten wir euch darum, dass wir als Präsidium auch die Antragskommission für den heutigen Abend sein dürfen. Sofern es dort Widerspruch gibt, das bitte mal im Chat signalisieren. Das warten wir einen kurzen Moment ab und ich bekomme von der Regie dann gleich gesagt, ob es diesen Widerspruch gibt oder nicht. Und wenn es den nicht gibt, nehmen wir das quasi an und machen da keine separate Abstimmung. Okay, wir hatten anscheinend gerade hier noch einmal Tonprobleme oder waren sehr leise. Das scheint sich jetzt etwas gebessert zu haben. Wir warten allerdings noch einen kleinen Moment. Genau. Ich sage es noch einmal an. Vielen Dank für den Hinweis von der Regie. Wenn ihr Widerspruch habt dafür, dass das Präsidium auch als Antragskommission funktionieren darf, signalisiert das bitte im Chat. Sofern es dort keine Nachrichten gibt, nehmen wir das quasi als gegeben hin, dass wir auch als Antragskommission fungieren dürfen. Also, schreibt es ins Chat, wenn ihr Widerspruch habt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir hier auch sofort weiter. Ja, wir haben gerade noch den Hinweis bekommen, wir müssen auch natürlich noch, weil wir heute auch noch Personenwahlen durchführen, eine Wahlkommission wählen. Da das Ganze heute sehr technisch ist und wir super dankbar sind, dass die Mitarbeiter an der Stelle, muss man sagen, der Landesgeschäftsstelle das Ganze heute technisch betreuen, schlagen wir euch Martin Grimm und Ruben Engel als Wahlkommission vor. Dieser Wahlvorgang dieses Mal eben sehr technisch an der Technik schlichtweg stattfindet. Ich bitte die Regie entsprechend das vorzubereiten. Genau, wir wissen, dass es an dieser Stelle nicht quotiert ist. Bitten das an der Stelle zu entschuldigen. Es ist der Tatsache geschuldet, dass wir hier eben mit dem Personal der Geschäftsstelle arbeiten, das hier sehr technisch versiert ist und das heute für uns reibungslos durchführt. Ich warte jetzt auf den Hinweis der Regie. Ich sage die Namen noch einmal ganz kurz. Martin Grimm, unser Landesgeschäftsführer, als Mitglied der Wahlkommission, bitten wir quasi zu bestätigen, als auch Ruben Engel, unser Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit. Genau, ich warte jetzt noch kurz auf die Regie, dass ich den Hinweis bekomme, dass diese Abstimmung geöffnet ist.
Genau, in der Zwischenzeit ein Hinweis. Wir möchten vor allem die anwesenden Frauen ausdrücklich darum bitten, sich an der Debatte zu beteiligen. Wie immer sind unsere Redelisten quotiert. Es gilt das Frauenstatut des Bundesverbandes. Redelisten werden getrennt geführt. Frauen und Männer reden abwechselnd. Ist die Redeliste der Frauen erschöpft, sind die Frauen der Versammlung zu befragen, ob die Debatte fortgesetzt werden soll. Bitte nutzt entsprechend den digitalen Lostopf in Antragsgrün, wenn ihr euch zu Wort melden wollt. Die Abstimmung zur Wahlkommission ist geöffnet. Bitte nehmt teil. Jetzt genau zwei Stimmen wurden bereits abgegeben. Bitte denkt dran, dass ihr beiden Personen eure Stimmen geben könnt oder Nein oder Enthaltung stimmen könnt. Ihr könnt natürlich auch nur eine Person wählen. Genau. 9 abgegebene Stimmen zurzeit. 12 abgegebene Stimmen hier. Und bedenkt bitte immer 16 hier gerade. Bedenkt bitte immer, dass diese Zahlen, die ich euch ansage, eben mit einem gewissen Zeitversatz sind, weil die Zeit zwischen ich sage euch, was hier gerade passiert und dem Moment, wo diese Information bei euch ankommt, eben im Moment eine halbe Minute bis Minute teilweise beträgt. Wir haben im Moment 27 abgegebene Stimmen. Genau. Genau, wir bitten euch darum, abzustimmen. 30, fantastisch. Wir hatten bei den anderen Abstimmungen immer so eine Beteiligung von 35 Stimmen. Vielleicht erreichen wir das hier auch noch. 32, genau. Ich würde den Wahlgang jetzt aber auch dann gleich schließen, denn die Chance abzustimmen hat jeder eben durch das technische Tool von Anfang an. Wer sich daran nicht beteiligt, beteiligt sich daran nicht dran. Deshalb warten wir jetzt nicht immer, bis die Zahl auf die 38 möglichen Stimmen hochläuft. Wir sind bei 35 Stimmen wieder. Ich schließe die Abstimmung. Und wir haben ein Ergebnis. Vielen Dank. 35 abgegebene Stimmen. Auf Ruben Engel entfielen 29, auf Martin Grimm 31. Es gab 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Da wird es euch auch noch einmal eingeblendet. Vielen Dank, damit haben wir eine Wahlkommission gewählt. Und wir kommen weiter. Es gibt noch einmal einen Hinweis unsererseits zum Antragsgrün. Für die Versammlung heute verwenden wir Antragsgrün. Die Adresse ist nicht kurz, aber vielleicht doch ein wenig einprägsam. LDR 02 LSA 2020. antragsgrün.de. Auch dieser Link ist euch per E-Mail zugegangen. Ihr findet ihn aber auch auf der Internetseite des Landesverbandes, wenn ihr auf die Unterseite zum Landesdelegiertenrat heute geht. Wir kommen jetzt zur Tagesordnung. Euch liegt die Tagesordnung in der Version T1 neu vor. Und zwar beschlossen vom Landesvorstand am 25.11.2020. Genau, besonders hervorzuheben sind die Aussprachen zur Corona-Situation und zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Ich werde sie jetzt nicht inhaltlich komplett vorstellen, weil sie euch vorliegt. Es liegen aktuell keine Änderungsanträge zur Tagesordnung vor. Falls das sich geändert haben sollte, Hinweis von der Regie bitte. Ansonsten gehen wir jetzt in die Abstimmung. Antragsschluss war Mittwochabend, Antragsschluss für Dringlichkeitsanträge zu diesem Landesdelegiertenrat war mit Beginn der heutigen Beratung, also gegen 18 Uhr. Antragsschluss für Änderungsanträge ist grundsätzlich zu Beginn der Beratung des jeweiligen Antrags. Gibt es Diskussions- oder Klärungsbedarf zu diesem Vorschlag zur Tagesordnung, dann signalisiert das bitte im Chat noch kurzfristig. Das warten wir ab. Wie gesagt, wir haben eine gewisse zeitliche Verzögerung. Sofern ich von der Regie gleich den Hinweis bekomme, dass das nicht der Fall ist, dass es also keinen Änderungsbedarf eurerseits gibt, können wir es beschließen und können dann auch beginnen. Abstimmung ist geöffnet, höre ich gerade. Es gab also keine Hinweise von euch zu Änderungsanträgen. Bitte stimmt über diese Tagesordnung ab. Es gibt schon 7 abgegebene Stimmen. Ihr seid schneller als wir. Herzlichen Glückwunsch. So, 15 abgegebene Stimmen, ihr nehmt auch immer schneller daran teil, sehr gut. 18 abgegebene Stimmen liegen mir hier jetzt vor.
29, auch das warten wir jetzt noch kurz ab. Ihr könnt ja mal auf Twitter schreiben, mit welch einem heißes Getränk oder gekühltem Getränk ihr da sitzt zu Hause und diesen Parteitag hoch aufmerksam verfolgt. Das wäre doch mal ganz interessant. Und natürlich könnt ihr auch und solltet ihr auch gleich, wenn wir anfangen zu diskutieren, fleißig mit twittern und diskutieren und unsere Botschaften hinaus in die Welt und ins digitale Sachsen-Anhalt tragen, in der Hoffnung, dass es auch im analogen Sachsen-Anhalt ankommt. Aber davon gehe ich mal ganz fest aus. Wir sind jetzt bei 32 abgegebenen Stimmen. Das bitte nochmal, Regie. Die Abstimmung wird beendet, genau. Dann warten wir jetzt das ganz kurz ab und dann haben wir auch gleich eine Tagesordnung. Es kann sich schon bereit machen, langsam Anna Franziska, die heute ein Grußwort halten wird für den Landesverband Schleswig-Holstein. Genau, Hinweis an die Regie. Bei mir ist die Abstimmung gerade eben noch geöffnet. Ah, das Ergebnis ist da. Okay, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Fantastisch. Es gab 33 abgegebene Stimmen. Davon waren 32 Ja-Stimmen und eine Stimme war die Enthaltung oder eine Enthaltung. Es gab keine Nein-Stimmen. Damit haben wir eine Tagesordnung und wir verabschieden uns für einen Moment, nämlich für das Grußwort von Anna, der Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein. Hallo, schöne Grüße aus Schleswig-Holstein nach Sachsen-Anhalt. Ist irgendwie, ja, hat man ja schon mehrfach gehört, aber es ist irgendwie ein komisches Gefühl, zu Hause im Arbeitszimmer in so einen Computer zu reden und euch alle irgendwie gar nicht zu sehen. Dabei geht es ja eigentlich genau darum, dass wir euch gerne kennenlernen möchten aus Schleswig-Holstein. Wir hatten neulich bei uns einen Landesparteitag, auch digital, und haben dort beschlossen, dass wir total gern mit euch in Sachsen-Anhalt oder Sachsen-AnhaltinerInnen oder wie auch immer man sagt, Wahlkampf machen möchten. Und ja, wir sind so ein bisschen drauf gekommen, dieses Jahr sind wir ja bei 30 Jahren Deutsche Einheit. Das haben wir viel gefeiert und auch dieses Bündnis steckt ja genauso in unserem Namen wie Grüne. Und so wünschen wir uns irgendwie auch diesen Ost-West-Austausch mehr zu beleben. Wir würden gern den Austausch zwischen den Mitgliedern fördern, weil wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir doch auch verschiedene Baustellen in den Bundesländern haben, verschiedene Haltungen. Andererseits beide Länder in einer lustigen Dreierkonstellation, Koalition stecken, wo man dann doch auch immer mal wieder Gemeinsamkeiten oder Austausch findet. Manche Dinge sind bei euch sicherlich ein ganz anderes Problem, zum Beispiel die Rechten und die Nazis, die bei uns zum Glück keine so große Rolle spielen wie bei euch. Das heißt, in diesen Themen bräuchten wir sicherlich von euch auch nochmal Input und ein Briefing. Und wenn wir euch beim Wahlkampf helfen dürfen im Landtagswahlkampf, brauchen wir sicherlich auch Aufträge, was wir genau tun können. Was wir gerne wollen, ist mit möglichst vielen Menschen, und wir sind tatsächlich mittlerweile etwas über 4.600, davon natürlich nicht alle reisebegeistert, aber schon durchaus viele, würden wir gerne in eurem Landtagswahlkampf mithelfen. Da können wir uns nämlich auch schon mal schön in Schwung bringen für die Bundestagswahl, die wir dann womöglich ja auch wieder zusammen irgendwie bestreiten können, uns gegenseitig unterstützen können. Und natürlich spekulieren wir auch ein bisschen drauf, dass wenn bei euch da ein bisschen Ruhe einkehrt, dass ihr vielleicht dann im Frühjahr 21 Lust habt, Urlaub am Meer zu machen. Das ist im Frühling besonders schön, pustig, kühl und da könnt ihr fein mit uns noch ein bisschen Wahlkampf machen, dass wir auch alle nicht so rauskommen. Insofern, genau, eine Partnerschaft kommt ja immer von beiden Seiten und dass wir gerne wollen, heißt ja noch nicht, dass ihr gern möchtet. Insofern ist quasi meine kleine Videorede heute der Antrag an euch, euch mit uns in eine Wahlkampfpartnerschaft zu begeben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das auch möchtet.
Herzlichen Dank, Anna, und viele liebe Grüße in den hohen Norden. Ich kann an dieser Stelle natürlich nur für mich sprechen, weil wir die Landespartei dazu ja noch nicht befragt haben. Das werden wir aber ganz sicherlich tun. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir alle schwer begeistert über euer Angebot sind, uns zu helfen. Und ich glaube, dass im nächsten Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt schon auf der menschlichen Ebene ganz viele Partnerschaften entstehen werden und wir ganz sicher wenigstens auf dem Weg, bei euch auch helfen werden. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns alle drauf. Schöne Grüße, und grüß auch den Steffen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank an Anna und an Suse. Wir beginnen jetzt mit unserer inhaltlichen Beratung. Bitte werft euch, wenn ihr den Wunsch nach einem Redebeitrag habt, jeweils in die digitalen Lostöpfe ein. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich leite einmal ein für unsere inhaltlichen Beiträge, die jetzt folgen. Dazu würden wir gern ein kleines Video abspielen, bevor wir dann in die Diskussion kommen. An die Regie, bitte Video ab. Liebe Freundinnen und Freunde, was für eine seltsame Zeit. Dieses schöne Video, das ich gerade gar nicht sehen konnte, weil ich schon im Jitsi-Raum auf meinen Redebeitrag gewartet habe, fängt ja nur einen Bruchteil dessen ein, was wir alle im Moment fühlen und erleben. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff und in Sachsen-Anhalt hat sie das im Moment fester denn jemals zuvor. Und mit uns allen macht diese Zeit etwas. Das Leben ist nicht normal, das spüren wir ganz genau. Und wir vermissen es hart, das normale Leben. Im Privaten, in den Familien, im Beruf und auch in der Parteiarbeit. Dieser digitale LDR heute, das ist so ein Ausdruck der neuen, schwierigen Normalität, wo wir uns nicht persönlich treffen können, in die Augen schauen, Hände und Freunde drücken und wo die wichtigen Fragen erörtern in den Seitengesprächen, wo genau das fehlt. Und diese kleinen Undiszipliniertheiten, die fehlen mir persönlich ganz besonders. Aber dieser digitale LDR ist auch ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass notwendige Veränderungen auch Chancen bieten. Heute zum Beispiel die Chance, überall im Land dabei sein zu können und nicht hinterher noch weite Wege vor sich zu haben, um spät abends nach Hause zu kommen. Unser Zeitmanagement ist flexibler geworden und digital sind wir alle, wir als Landesvorstand, ihr als Kreisvorstände, alle auch irgendwie greifbarer geworden, vielleicht sogar ein bisschen zusammengerückt. Und so wie bei uns ging es ja auch im normalen Leben. Die allermeisten Menschen waren und sind bereit, große und schwere Veränderungen auf sich zu nehmen, weil es notwendig ist. Veränderungen, die unser gewohntes Leben einschränken und uns auf neue Bahnen schicken, weil es notwendig ist. Diese Veränderungsbereitschaft war und ist ein Akt großer Solidarität und Vernunft und das, weil uns ein unsichtbares Virus dazu zwingt. Und das macht mir Mut, dass die Menschen auch bei Bedrohungen, die viel sichtbarer, viel grundlegender und für jeden erfahrbar sind, zu Veränderungen bereit sind, um unsere Zukunft zu sichern. Wir wollen diese Bereitschaft nutzen und gemeinsam langfristig die Weichen für eine gerechtere und nachhaltige Gesellschaft stellen. Wir sind bereit dazu, denn diese Veränderung schafft Sicherheit und Halt. Zu Beginn dieser Pandemie waren wir alle rat- und hilflos. Da war es gut und richtig, dass im Frühling die ganze Republik eine Vollbremsung eingelegt hat. Und das geschah wie vorgesehen mittels des Infektionsschutzgesetzes und über Verordnungen. Dieses Regieren über Verordnungen war notwendig, aber es war von Beginn an eine demokratische Zumutung. Diesen Widerspruch, diesen Balanceakt so zu gestalten, dass dabei nicht unsere Demokratie und der Rechtsstaat nachhaltig Schaden nehmen, das bedarf einer regelmäßigen kritischen Betrachtung. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ist da ein Anfang gemacht, aber je länger die Pandemie dauert, umso wichtiger wird die regelhafte und planmäßige Einbeziehung der Parlamente im Bund und in den Ländern. Das erhält auch die noch immer große Compliance der Bevölkerung.
denn die Schutzmaßnahmen werden dort mitgetragen, wo sie angemessen und maßvoll sind. Außer von wenigen Schreihälsen, die in der aktuell krisenhaften Situation ihre Chance gekommen sehen, unseren Staat zu beschädigen und unsere Demokratie zu zerstören. Und umso transparenter die Entscheidungen sind, umso größer ist auch der Zusammenhalt. Das ist das, was unser Land, was wir jetzt brauchen. Lasst uns also gemeinsam darauf dringen, dass diese Krise uns nicht aus der Bahn wirft. Lasst uns dafür streiten, dass die Schulen bleiben offen, nicht allein permanent geöffnete Fenster meinen, dass mit strategischen Tests in den Seniorenheimen die Senioren dort nicht einsam sind, dass meine Kolleginnen in den Kliniken geschützt sind vor der Ansteckung und vor Überlastung. Lasst uns mit Anstand und mit Vernunft den Unvernünftigen entgegentreten und lasst uns Solidarität leben. Und lasst uns die Nähe nicht vergessen. Lasst uns das zusammentun, heute für ein besseres Morgen. Dankeschön. So, vielen, vielen Dank, Suse, für die großartige Auftaktrede. Und wir würden jetzt somit in die Aussprache kommen zum Top 2, Revolution zur Corona-Situation. Wir bitten gerne nochmal alle, sich in die Redeboxen einzuwerfen. Wir haben bisher 2 Beteiligte, die würden wir dann auch gleich rannehmen bei der quotierten Redebox. Hier nochmal die Einladung, bitte werft euch ein für Top 2. Wir warten einen kleinen Moment. Martina Hoffmann, wir würden dich gerne einladen, jetzt gleich zu sprechen. Würdest du dich in den Videoraum bitte einwählen, damit wir dich zuschalten können? Martina Hoffmann ist die erste Rednerin. Die Regie schaut gerade, dass sie sich zuschaltet. Okay. Vorschlag, wir würden dann mit der zweiteingeworfenen Rednerin Miriam Matz beginnen. Miriam, bist du schon im Raum? Können wir dich zuschalten? Regie? Okay, kurzer Hinweis nochmal zur Tagesordnung. Wir hatten beschlossen, dass die Redebeiträge auf 2 Minuten begrenzt werden. Es wäre schön, wenn wir versuchen könnten, das einzuhalten. Nochmal der Hinweis, wir haben jetzt auch schon jemanden in der offenen Redebox. Werft euch ein. Wir haben 6 Wortmeldungen, die wir einschalten können. Super, Miriam, wir sehen dich hier auf dem Bildschirm. Wir würden dich gerne jetzt zuschalten. An die Regie, bitte. Miriam, du hast das Wort. Liebe FreundInnen, in der öffentlichen Debatte heißt es oft, junge Leute sollen sich zurückhalten und endlich mal an Ältere denken. Jung sein wird mit egoistischer Sorglosigkeit gleichgesetzt. Als wäre es uns egal, wie es Menschen geht, die in Krankenhäusern schuften, ihre Existenz verlieren oder gegen Corona kämpfen. Junge Leute werden unnötig als Partygeneration belächelt und ihnen wird ein schlechtes Gewissen eingeredet. Nicht gesprochen wird von denen, die ihr Studium begonnen haben und nun ein Leben im Bett mit Laptop verbringen. So findet niemand Freunde. Was ist mit denen, die sich psychisch nicht mit dieser Einsamkeit klarkommen? Mit denen, deren PartnerInnen in einer anderen Stadt studiert? Was ist mit denen, die ihren Studentenjob verloren haben, die deshalb sogar ihr Studium abbrechen mussten? Überbrückungshilfen kamen zu spät, wurden im September eingestellt und waren zu gering. Maximal 500 Euro konnte man bekommen, wenn gar nichts mehr auf dem Konto war. Frau Karliczek meinte dazu, der Staat sei eben kein Selbstbedienungsbetrieb. Es geht nicht um Selbstbedienung, sondern darum, die Miete zahlen zu können und nicht wochenlang von Haferflocken und Wasser leben zu müssen. Mir geht es nicht darum, den Maßnahmen ihre Legitimität abzusprechen, sondern darum zu beachten, dass die Maßnahmen nicht für alle gut gemacht sind. Es wird ignoriert, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist, dass Alleinerziehende, junge Menschen oder Schichtarbeitende anders leben und Maßnahmen so gestaltet werden müssen, dass alle durch die Krise kommen. Denn Solidarität sollte es für alle geben. Vielen Dank, Miriam. Wir würden gerne zum nächsten Redebeitrag kommen, und zwar von Jannik Franski. Martina hat leider noch technische Probleme, deswegen ziehen wir jetzt Jannik vor. Jannik, bist du bereit? Wir würden gleich zu dir schalten.
Ich frage die Regie, ist Yannick bereit? Okay. Liebe Freundinnen und Freunde, die Maßnahmen, so hart und schwierig sie in manchen Teilen nachzuvollziehen sind, sind richtig und ich akzeptiere sie. Was mich aber ehrlich gesagt erschreckt, ist, wie unvorbereitet wir letztendlich in diese zweite Welle reingerutscht sind. Warum hat man den Sommer nicht genutzt, sich wirklich eine Strategie für den Winter auszudenken? Es war immer von Anfang an klar, dass der Winter ohne Impfstoff durchzustehen sein wird. Und man fängt Mitte November jetzt an, sich zu überlegen, wie man durch den Winter kommen ist. Warum hat man den Sommer nicht verwendet? Das geht bei der grundsätzlichen Strategie los. Es geht aber auch um das Thema Hilfen. Wir sehen mittlerweile, dass so viele Firmen sagen, sie kommen nicht durch den Winter. Die Hilfsprogramme, so gut gemeint sie sind, kommen nicht an. Und auch das muss aufgearbeitet werden. Und es kann nicht so weitergehen. Mir macht es Sorge, dass mittlerweile vor allem aus dem Kultursektor von ersten Selbstmorden berichtet wird, weil diese nicht mehr ihre Zukunft sehen und es nicht glauben, den Winter durchzustehen. Nämlich das ist das, was wir, wenn wir immer von Gesundheit reden, so ein bisschen drohen aus dem Auge zu verlieren. Dass Gesundheit mehr ist als der Schutz vor Corona. Wir reden sehr viel über den Schutz vor Corona, vor einer Corona-Infektion, vergessen dabei aber, dass auch Depression, Einsamkeit oder allgemeine Orientierungslosigkeit, wie es weitergeht im Beruf, gesundheitsgefährdend sind. Auch dies sollten wir, da es auch passieren kann, dass noch ein zweiter Winter mit Maßnahmen uns ins Haus steht, mit dem Auge haben. So viel dazu. Danke. Ich habe mich nicht zum Corona-Punkt gemeldet, sondern schon zu Schleswig-Holstein. Und ja, ich wollte berichten. Das ist ungefähr 1,5 Minuten Verzögerung. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mich nicht zum Corona-Punkt gemeldet, sondern schon zu Schleswig-Holstein. Und ja, ich wollte berichten. So, ja, ich wollte berichten. Also wir sind ja seit einem Monat, glaube ich, haben wir eine Patenschaft mit dem Kreisverband der Grünen in Pinneberg. Und das ist da auch, wir haben das schon im Frühjahr beschlossen und der Landkreis Pinneberg hat das auch beschlossen. Wir sind jetzt also Paten und wir hatten schon mehrere Konferenzen, sowohl schriftlich als auch Videokonferenz, und das ist halt wirklich der helle Wahnsinn, was da an Unterstützung auf uns zukommen wird. Sind ja Campingurlaube geplant mit Wahlkampf von Haustür zu Haustür und auch finanzielle Unterstützung. Das ist, ja, ich bin total begeistert. Das wollte ich einfach nur berichten. Vielen Dank, Schleswig-Holstein und Landkreis Pinneberg. So, wir sind wieder zurück. Martina, vielen Dank, dass es doch noch geklappt hat. Ich würde jetzt zum Abschluss der Redebeiträge zur Abstimmung des Antrages R1 kommen. Wie in der Aussendung habt ihr den vorliegend. Der Antrag, ich wiederhole, R1 zur Corona-Situation, und wir würden gerne jetzt mit der Abstimmung beginnen. Geht bitte dazu wieder in das Abstimmungsgrün. Wir eröffnen somit die Abstimmung.
Wir warten eine kleine Weile. Die Regie sagt, wir sollten kurz warten. Und somit das Ergebnis vorlesen. Wir haben 33 abgegebene Stimmen. Davon sind 2 für Nein und 29 für Ja und 2 Enthaltungen. Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank an die Antragstellerinnen und vielen Dank auch für die zügige Abstimmung diesmal. Ich glaube, jetzt haben wir uns ganz gut eingefunden in dem Prozedere. Und damit würde ich gerne abgeben an Christian zum Top 3. Genau, wir sind jetzt beim Tagesordnungspunkt 3 mit dem Titel Demokratie verteidigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk schützen, Aussprache zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Wir haben jetzt zunächst 3 politische Reden und danach folgt eine Aussprache. Als erste Rednerin darf ich begrüßen unsere Vorsitzende der Landtagsfraktion und unsere Spitzenkandidatin Conny Lüdemann. Willkommen am virtuellen Redepult. Du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, Staatsverträge sind in der Regel für die Parlamente Formsache. Staatsverträge werden von den Ministerpräsidenten verhandelt, sie werden dem Parlament zugeleitet, nachdem die Ministerpräsidenten unterschrieben haben und dann per Abstimmung ratifiziert von den Parlamenten. So sollte es auch bei diesem Staatsvertrag sein. Der Ministerpräsident Haseloff, pikanterweise jetzt auch noch Präsident des Bundesrates, hat verhandelt und hat unterschrieben. Im Wissen um die inhaltlichen Differenzen in seiner Koalition. Und ich muss euch sagen, er hat keinen ernsthaften Versuch unternommen, diese Differenzen aufzulösen. Und das hat uns zum jetzigen Schlamassel gebracht. Grüne, SPD und mit einigen Anlaufschwierigkeiten auch die Linke haben immer sehr klar gemacht, dass für uns die Unabhängigkeit und faktenbasierter Journalismus, gute Berichterstattung, ein Wert an sich ist und dass wir zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen und der auskömmlich finanziert werden muss. Reformnotwendigkeiten haben wir nie geleugnet, da will ich nur mal ein paar Stichworte nennen. Intendantengehälter, Spartenkanäle, Länderanstalten. Darüber sind wir bereit zu reden und es ist sicherlich auch notwendig, darüber zu reden. Aber nicht in diesem Staatsvertrag. Ich mache der CDU hier den ganz klaren Vorwurf. In den 11 Jahren, wo nicht ein Cent Gebührenerhöhung anstand, hat sie nichts, aber auch gar nichts unternommen, keinen ernsthaften Versuch unternommen, um an den Inhalten, die sie angeblich kritisiert, auch etwas zu ändern. Denn in einem anderen Staatsvertrag haben wir als Parlamente den Rundfunkanstalten Aufgaben gegeben, die sie erfüllen. Und jetzt den Rundfunkanstalten vorzuwerfen, dass sie 86 Cent mehr Beitrag bekommen sollen, um diese von den Parlamenten übergebenen Aufgaben zu erfüllen, ist mehr als unredlich. Jetzt in diesem Staatsvertrag geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die unabhängig ist, einen Bedarf festgestellt hat. Wohlgemerkt, es geht nicht um die Bedürfnisse der Rundfunkanstalten, sondern um den Bedarf. Heute hat die DGB-Bundesspitze beispielsweise sich sehr klar dazu geäußert. Sie hat sehr klar gesagt, nach 11 Jahren ist Tarifausgleich, nach 11 Jahren ist Inflationsausgleich gerechtfertigt. 86 Cent, das ist okay, das muss sein, denn wir brauchen unabhängigen Rundfunk. Das ist für uns Grüne hier in Sachsen-Anhalt Beitragsstabilität, denn sonst hätten wir ja eine konkrete Summe in den Koalitionsvertrag geschrieben. Aber liebe Freundinnen und Freunde, es geht doch schon lange nicht mehr um die 86 Cent und es geht auch wirklich nicht mehr um Inhalte. Es geht darum, ob sich unsere CDU mit den Rechten gemein macht, ob sie sich an dem Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beteiligt. Es ist eine lang geplante, eine lang feststehende Abstimmung jetzt zum Jahresende. Und sehenden Auges, das ist jedenfalls das, was wir im Moment befürchten müssen, geht die CDU mit Rechtsextremisten von der AfD einen gemeinsamen Weg. Das erschüttert mich immer noch zutiefst, muss ich euch sagen. Wir haben ja schon viel erlebt gemeinsam in dieser Koalition in den letzten 4,5 Jahren. Ich habe oft für diese Koalition werben müssen, weil sie auf der Kippe stand. Am Anfang war es noch unspektakulär, 2016 98% Zustimmung, weil wir einen wirklich guten grünen Koalitionsvertrag verhandelt haben. Aber dann kamen viele Krisen, muss man sagen. Die haben wir immer gemeistert.
Es ging meistens um Sachfragen. Da kann man Kompromisse machen, da kann man auch um zeitliche Streckung irgendwie sich einigen. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um ein klar festgelegtes bundesweites Verfahren. Das ist so auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Wir sind also zum Handeln verdammt, wenn man so will. Wir sagen, es ist nötig zu handeln, wir Grüne. Neben unseren guten grünen Inhalten, liebe Freundinnen und Freunde, war eins konstituierend für diese Koalition, nämlich Bollwerk gegen rechts zu sein. Und diese drohende Abstimmung der CDU gemeinsam mit der AfD greift nicht nur die Grundfesten der Medienorganisationen in diesem Land an, sondern die greift auch die Grundfesten dieser Koalition an. Wenn dieses Bollwerk gegen rechts fällt, muss ich euch ehrlich sagen, dann ist für mich auch die Geschäftsgrundlage dieser Koalition weg. Das tut mir in der Seele weh, muss ich euch sagen, nicht weil ich so am Regieren hänge, obwohl das geil ist und wir viele gute grüne Inhalte dadurch umsetzen können, sondern weil es ultimativ dokumentieren würde, dass sich die reaktionären Kräfte in der CDU durchgesetzt haben. Es würde klar nach außen zeigen, welcher Teil der CDU hier dominiert. Ich will nicht glauben, das will ich euch am Ende noch sagen, ich will nicht glauben, dass die CDU in Gänze keine demokratische Partei mehr ist. Ich will nicht glauben, dass wir die Antifaschismusklausel in die Landesverfassung umsonst aufgenommen haben. Deswegen kämpfe ich, kämpft die Landtagsfraktion jeden Tag darum, den wir noch haben, dass es ein Umdenken bei der CDU gibt. Aber ich muss euch auch ehrlicherweise sagen, mit jedem Tag, der vergeht und ihr entnehmt den Äußerungen der CDU, wie sie aufgestellt ist, schwinden meine Hoffnungen. Das ist der Bericht, das ist der Sachstand, an dem wir uns heute am 27. November 2020 befinden. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Conny, für deinen Bericht, den wir mit Sorge aufnehmen. Wir haben jetzt noch zwei weitere gesetzte Redebeiträge. Zunächst von Sebastian Striegel und danach kann sich dann unser Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bereit machen. Sebastian, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, Conny hat es schon gesagt und hat schon eingeführt, die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt wird getragen von einem Selbstverständnis, Bollwerk der Demokratie zu sein. Dieses Bollwerk zu sein war die letzten 4,5 Jahre kein einfacher Weg und es gab immer wieder auch Rückschläge auf diesem Weg. Wir haben immer wieder erlebt, dass es aus der Koalition heraus, insbesondere auch aus der CDU heraus, eben ein Abweichen von diesem Selbstverständnis gab. Wir haben erlebt, dass die CDU mit der AfD oder jedenfalls Teile der Fraktion mit der AfD für eine Enquetekommission der AfD gestimmt haben. Wir haben erlebt, dass grüne Kandidaten keine Mehrheit bekommen haben und wir haben erlebt, dass versucht wurde, Grüne zum Beispiel auch aus der Parlamentarischen Kontrollkommission zu wählen. Aber Kenia hat diese 4,5 Jahre als Bollwerk der Demokratie bislang durchgehalten und ich möchte, dass wir es schaffen, auch 5 Jahre als Bollwerk der Demokratie durchzuhalten, dass wir diese Kenia-Koalition tatsächlich bis zum Ende hinbekommen. Zur Demokratie gehört gerade in diesen Zeiten auch ein unabhängiger, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der seinen Auftrag erfüllen kann. Ein Auftrag, Conny hat es gesagt, der ihm von den Parlamenten gegeben wurde, der in Staatsverträgen festgelegt wurde und von dem klar ist, dieser Auftrag muss auch ausfinanziert sein. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf Beitragsstabilität verständigt. Und wir haben uns darauf verständigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk fit für die Zukunft gemacht werden soll. Das sind die beiden Maßstäbe, nach denen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ausgestalten wollen als Koalition. Wir haben dort nicht reingeschrieben 17,50 Euro als ein fester Beitrag, sondern wir haben gesagt, der Beitrag soll stabil sein. Er ist seit 2009 nicht erhöht worden. Und vielleicht ist es ja an dieser Stelle auch wichtig, mal eine andere Stelle im Koalitionsvertrag zu schauen, nämlich in die Kommunalfinanzen. Auch dort taucht das Wort Stabilität im Koalitionsvertrag auf. Und Stabilität hieß für uns in dieser Kenia-Koalition, dass wir in den letzten 4 Jahren eine knappe Milliarde mehr in diesen Bereich gepackt haben und gesagt haben, das bedeutet für uns, Kommunen stabil zu finanzieren. Was mich besonders erschüttert hat in den letzten Tagen, war, dass an dem Tag, wo
im Deutschen Bundestag, in Berlin, im Reichstag, das Verfassungsorgan Bundestag von Störern genötigt wurde, die von der AfD ins Gebäude gelassen wurden, dass ausgerechnet an diesem Tag Siegfried Borgwardt als Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt in der Landespressekonferenz ungefragt das endgültige Nein, so hat er jedenfalls das angekündigt, seiner Fraktion für die Beitragserhöhung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt gegeben hat. Ich glaube, das ist eine Koinzidenz, die ist wichtig. Demokratie ist unter Druck in diesen Zeiten, Parlamente sind unter Druck und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk sind unter Druck. Es geht hier nicht um 86 Cent Erhöhung, es geht um diese Unabhängigkeit und diese Unabhängigkeit wird durch das Verfahren von der KEF über die Ministerpräsidentenkonferenz, über die Befassung in Kabinetten bis hin in die Landtage gesichert. Und ich glaube, der Landtag von Sachsen-Anhalt sollte es den anderen Landtagen dieser Republik gleich tun. Er sollte den Bedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten anerkennen und er sollte und muss, meine ich, in den nächsten Wochen diesem Staatsvertrag sein Ja geben. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unverzichtbar für Demokratie und er hat eine Entwicklungsgarantie, die sollten wir auch gewährleisten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk genießt hohes Vertrauen. Das ist auch nochmal in den letzten Tagen ja in Umfragen festgestellt worden. Wir wissen, dass viele Menschen gerade auch in der Corona-Pandemie neutral, unabhängig und zuverlässig informiert werden wollen. All das hilft der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der pluralen Medienlandschaft gewährleisten und es ist wichtig, dass er erhalten wird. Und ich will auch sagen, einen Verzicht auf diese Beitragsanpassung würde uns in Sachsen-Anhalt am allermeisten schaden. Es würde uns schaden, weil die Sender sich in den letzten Monaten zunehmend auf den Weg gemacht haben und in den letzten Jahren tatsächlich auch ihre Strukturen gerechter für den Osten auszugestalten. Wäre ein gutes Signal, wenn die gemeinsame Kulturplattform der ARD hier nach Halle kommen würde und wenn wir in der Lage wären, tatsächlich auch mehr Anstalten hier im Osten zu sehen. Aber das steht in Gefahr, wenn die Beitragsanpassung nicht kommt. Und es wäre auch deshalb tragisch, weil der MDR eine ganze Vielzahl von Reformbemühungen bereits auf den Weg gebracht hat und ich glaube, da schon sehr, sehr weit gekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Regierungsvorlage mit Ansage keine Mehrheit im Parlament bekommen soll. Das ist für mich nicht vorstellbar. Ich finde, wenn ein solches Scheitern auch noch durch die Stimmen einer regierungstragenden Fraktion mit Hilfe der AfD geschehen sollte, dann ist das schlicht nicht zu akzeptieren. Die CDU legt hier mit der antidemokratischen AfD zusammen die Axt an die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das wäre tatsächlich auch eine Axt an dem Fundament von Kenia. Das wäre eine Axt an dem Bollwerk für Demokratie, was wir sein wollen. Und das ist ein Riesenproblem. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian, für deinen Redebeitrag und dafür, dass du, ich will mal sagen, die Gefechtslage an der Stelle sehr, sehr klar gemacht hast, wo wir stehen hier in Sachsen-Anhalt. Für die bundespolitische Perspektive erteile ich nun Michael Kellner das Wort. Euch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, und eigentlich war das Ziel, dieses Wochenende zu entspannen, aber digitale Parteitage sind ja so schön, dass ich gerne auch nochmal bei euch vorbeigeschaut habe und auch deswegen vorbeigeschaut, weil es wirklich eine ernste Situation ist. Und ich will mich bedanken bei euch auch. Bedanken auch für die letzten 4,5 Jahre, wo wir eine sehr, sehr enge Abstimmung zwischen Landesverband, zwischen Bundesverband hatten. Und es gab ja eine Reihe von wirklich schwierigen Situationen. Einige wurden gerade schon daran erinnert. Ich erinnere auch nochmal an die Affäre um Rainer Wendt. Ich erinnere um die Geschichte mit den Datenschutzbeauftragten. All diese wirklich schwierigen Fragen. Und mich hat immer beeindruckt, wie ihr mit 5,01% wirklich verhindert, dass das Land nach rechts abkippt. Das ist eine unglaubliche Stärke, die ihr als Landesverband, als kleiner Landesverband habt in diesen letzten 4,5 Jahren. Ich habe das immer sehr gerne unterstützt. Und ihr habt dabei nicht nur verhindert, dass das Land nach rechts abkippt, sondern ihr habt auch noch gestaltet.
Antifaschismusklauseln aller Verfassung. Ich war vor ein paar Wochen wandern auf dem Brocken am grünen Band entlang. Wir haben eine Umwelt- und Landwirtschaftspolitik geprägt in Sachsen-Anhalt, wo wir wirklich auch mit Stolz und zufrieden sein können. Und ich will nochmal sagen, dafür meinen allergrößten Respekt. Und wir haben damals gesagt, und das habe ich auch empfohlen den Kolleginnen und Kollegen in Sachsen, Kenia ist nicht unsere Wunschsituation, aber wir wissen mittlerweile heutzutage, dass Demokratien dann scheitern, wenn Konservative die Tore nach rechts außen nicht geschlossen haben. Dass das Land nach rechts abkippt, sondern ihr habt auch noch gestaltet. Antifaschismusklauseln in der Verfassung. Ich war vor ein paar Wochen wandern auf dem Brocken. Ich einfach mal weiter, aber ich habe irgendeinen Ton drin, Martin. Du musst den Ton bei mir rausnehmen. Landwirtschaftspolitik geprägt in Sachsen-Anhalt, wo wir wirklich auch mit Stolz und zufrieden sein können. Und ich will nochmal sagen, da habt ihr mein allergrößten Respekt. Und wir haben damals gemerkt, und das habe ich auch empfohlen, den Kolleginnen und Kollegen in Sachsen, Kenia ist nicht unsere Wunschsituation, aber wir wissen mittlerweile heutzutage, dass Demokratien dann scheitern, wenn Konservative die Tore nach rechts außen nicht geschaffen haben, dass das Land nach rechts abkippt, sondern ihr habt auch noch gestaltet, Antifaschismusklauseln in der Verfassung. Ich war vor ein paar Wochen wandern auf dem Brocken. Ich mal weiter, aber ich habe irgendeinen Ton drin, Martin, du musst den Ton bei mir rausnehmen. Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Okay, danke. Da war in dem Jitsi-Raum, in dem ich bin, da hat jemand den Ton ausgehabt, deswegen habe ich mich selber gehört. Es ist eine kurze Pause drin. Das tut mir leid, aber ich konnte nicht gegen mich selber anreden, dann wäre ich verrückt geworden. Bitte seht das nach. Ich wollte noch mal sagen, meinen tiefen Respekt vor dem, was ihr da geleistet habt, und sowohl in der inhaltlichen Gestaltung als auch dem, was ihr verhindert habt an Rechtsüberkippen in diesem Land. Und wir wissen, dass Demokratien heute scheitern, wenn Konservative die Tore nach rechts außen aufmachen. Und wir sehen eine Situation, wo es eine Regierungsvorlage gibt, wo die Mehrheit der Länder bereits ratifiziert und zugestimmt hat und wo eine Koalition, eine CDU-Koalition, auf einmal mit einer AfD stimmen will gegen die eigene Regierung. Und das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Und ich finde es da total richtig, dass ihr da so klar und deutlich agiert, dass es Konsequenzen hat. Dass man nicht ungestraft mit den Verfassungsfeinden gemeinsame Sache machen kann. Und wenn die CDU, ne, die CDU muss diese Tore nach rechts außen geschlossen halten, mit den Verfassungsfeinden der AfD macht man keine gemeinsame Sache. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Impfschutz gegen Hass und Hetze. Wer das zerstören will, greift unsere Demokratie an. Und deswegen will ich nochmal sagen, dass wir völlig an eurer Seite als Landesverband stehen. Und ich rede hier für den Bundesvorstand. Und wir haben die letzten Tage enger miteinander gesprochen. Und klar zu machen, wir stehen an eurer Seite. Ihr habt da unter unserer Unterstützung für alles, was kommen mag in den nächsten Monaten. Und ich habe mich total gefreut, am Anfang dann auch zu hören, wie es mit der Kooperation mit Schleswig-Holstein, mit Pinneberg läuft. Aber ich will mal klar sagen, wir werden euch in den anstehenden Landtagswahlen von Herzen unterstützen. Und ich will ausdrücklich begrüßen, dass ihr so eine klare Haltung einnehmt gegen das, was die Landtags-CDU-Fraktion macht. Und ich hoffe sehr, dass sie da noch den Mut findet, in diesen Zeiten zu sagen, wir brauchen eine stabile Regierung in Sachsen-Anhalt. Und ich finde es unverantwortlich in Corona-Zeiten, dass die Landtagsfraktion der CDU solche Manöver macht, ja, und ihren eigenen Ministerpräsidenten ins Abseits schießen will, ihre eigenen Kronprinzkämpfen da führt. Aber seid euch versichert, wir werden als Bundesverband gemeinsam mit euch da in jeden Landtagswahlkampf Auseinandersetzung gehen. Und ich bin wirklich beeindruckt, was ihr in den letzten 4,5 Jahren geleistet habt. Und ich bin mir sicher, gemeinsam schaffen wir doch das nächste halbe Jahr und machen einen großartigen Wahlkampf erst Anfang des Jahres oder im Sommer diesen Jahres in Sachsen-Anhalt, wann immer er stattfinden mag. Und dann später im Jahr zum September zur Bundestagswahl. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Micha, für deinen so wichtigen Appell aus Berlin.
Der hilft uns sehr und der zeigt auch noch einmal die bundespolitische Dimension, die die Situation in Sachsen-Anhalt im Moment hat und welche Sprengkraft eigentlich, mit welcher Sprengkraft wir es hier zu tun haben seitens der CDU. Wir haben sehr viele Redebeiträge. Mir liegen verschiedene vor. Ich sehe auch auf unserem Bildschirm, dass auch schon einige entsprechend in dem Raum sind und warten. Also im digitalen Raum. Hier ist niemand physisch, der hier nicht sein muss. Ich sage jetzt einmal die Reihenfolge an. Und entsprechend könnt ihr euch dann schon bereithalten. Wir haben den Redebeitrag von Miriam, die sich eingeworfen hat, von Stefan Mertens, der sich eingeworfen hat. Dann haben wir noch einen gesetzten Redebeitrag von Claudia. Dann hat John Liebau das Wort und danach Doro Frederking. Und dann würden wir weitergehen und hätten dann zunächst noch einen Redebeitrag von Steffi, sofern sich nicht noch ein Mann einwirft. Die Redebox ist weiterhin offen. Haltet euch bitte bereit, entsprechend wie ich euch aufgerufen habe. Ihr solltet von Martin einen Link bekommen haben und das Wort hat Miriam, sobald sie bereit ist. Liebe FreundInnen, der unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht nur wegen seines Bildungsauftrags und der Grundversorgung mit Informationen wichtig. Er ist eine der bedeutenden Voraussetzungen für den Meinungsbildungsprozess. Denn er ist keinen Marktprinzipien ausgesetzt, folgt journalistischen Standards und fokussiert die Vielfalt der Gesellschaft in seinen Beiräten sowie Barrierefreiheit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, gerade im Zeitalter der Desinformationskampagnen, von unschätzbarem Wert für die Verbreitung von Fakten. Denn er ist dem Berichten von Fakten verpflichtet. Genau deshalb greifen DemokratiefeindInnen ihn an. Die AfD und ihre Desinformationskampagnen sind die, die profitieren, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk geschwächt wird. Doch das bewusste Verbreiten von Desinformationen ist kein Grundrecht. Zwar hat jeder Mensch das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Mit welchen Motiven die CDU Sachsen-Anhalt eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgerechnet jetzt ablehnt, ist für mich nicht von Bedeutung. Ich möchte der CDU sagen, viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Wollt ihr euch mit eurer Entscheidung zum trotzigen Steigbügelhalter der AfD machen, so ist für mich das Bollwerk gegen rechts, das diese Koalition sein sollte, am Ende. Steht eure Mauer gegen rechts nicht mehr, schadet das nicht nur eurer Partei, sondern auch dem Land Sachsen-Anhalt. Vielen Dank, Miriam. Auch vielen Dank, dass du dich an deine 2 Minuten gehalten hast. Als nächstes ist Stefan Mertens dran und er wird jetzt auch gleich live zu euch sprechen. Okay, ja, liebe Freundinnen und Freunde, die CDU hat, aber jetzt höre ich Christian. Okay. Okay, ich fange nochmal an. Liebe Freundinnen und Freunde, die CDU hat in letzter Zeit immer das Argument vorgegeben, sie würden schon seit 10 Jahren für Strukturreformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich einsetzen und die hätten nicht stattgefunden oder nicht ausreichend stattgefunden und deswegen würde man sich jetzt der Gebührenerhöhung verschließen. Dazu ist festzustellen, dass die CDU in diesen 10 Jahren in allen Gremien entscheidend vertreten war mit ihrem Rundfunkrat, in den ganzen, jetzt höre ich mich auch doppelt. Okay.
Ich war etwas irritiert, weil ich den Ton, weil ich mich selber gehört habe. Und das ist sehr irritierend hier mit einer starken Verzögerung. Also, die CDU hat halt angeführt, dass sie sich seit 10 Jahren für Strukturreformen einsetzt, erfolglos, und deswegen sich der Gebührenerhöhung jetzt verschließen muss. Sie saß aber in den 10 Jahren in allen Gremien drin und hat anscheinend nicht wirkungsvoll gearbeitet. Sie saß, muss auch, oder sitzt im Verwaltungsrat drin, das MDR, der für die Intendantengehälter zuständig ist. Das ist ja ein Punkt, der immer wieder gern angeführt wird. Also diese ganze Strukturdebatte, die von der CDU vorgeführt wird, die kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Und wenn man sich dann viele Äußerungen anschaut, die von einzelnen Abgeordneten, auch vom Generalsekretär Schulze gemacht werden, dann ist es klar, dass der Grund, warum diese Erhöhung abgelehnt wird, ein ganz anderer ist. Es ist die inhaltliche Unzufriedenheit mit dem Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da gibt es solche Aussagen wie vom Abgeordneten Gürt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei eine PR-Agentur der Grünen und wir alle müssten dafür zahlen und das geht nicht. Und das ist natürlich genau das Argument der AfD, die Fake News schleudern, die Mainstream-Medien. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Und wir sollten uns nicht sozusagen einlullen lassen damit, dass die CDU immer solche Strukturdebatten anführt oder gar, wir dürfen die Wirtschaft nicht belasten in Corona-Zeiten mit 86 Cent im Monat mehr. All das sind Dinge, über die man reden kann. Es gab ja auch Angebote von den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass man weitere Ausnahmeregelungen schaffen würde für kleine und mittlere Betriebe zum Beispiel. Das alles hat ja nicht gereicht, weil im Grunde eine starke Gruppe in der Landtagsfraktion der CDU inhaltliche Probleme mit den öffentlich-rechtlichen Sendern hat. Und das geht an die Grundlagen eigentlich unseres demokratischen Selbstverständnisses, an die Grundlagen auch der Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die eben kein Staatsfunk sind. Die müssen nicht das machen inhaltlich, was den Politikern und Politikerinnen gefällt. Also das ist ganz gefährlich. Und ich bin froh, dass unsere grüne Landtagsfraktion da standhaft ist, auch unter dem möglichen Folgen dann eines Zerfalls der Koalition. Ich finde, das ist so wichtig, da sollten wir wirklich überhaupt nicht klein beigeben und die CDU immer darauf hinweisen, was hier eigentlich wirklich gespielt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan, für deinen Redebeitrag. Und das als nächstes ist dran unser Kabinettsmitglied, unsere Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Claudia Dahlbert. Ein Hinweis noch, und zwar, wenn ihr sprecht, damit wir keine Rückkopplung haben, bitte schaltet euren Stream, wo ihr uns sonst live verfolgt, aus, sonst haben wir eben diese akustische Rückkopplung. Genug der Hinweise. Claudia, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, erinnern wir uns zurück an das Jahr 2016. Da haben wir eine schwere Entscheidung getroffen. Nach der Wahl haben wir uns entschieden, mit CDU und SPD zusammen eine sogenannte Kenia-Koalition zu bilden, als Bollwerk gegen rechts, als Anker zur Stabilisierung der Demokratie. Es war für uns keine einfache Entscheidung, aber ich denke, wir haben etwas Gutes daraus gemacht. Micha Kellner hat das eben in seiner Rede geschildert. Aber Sebastian hat auch schon darauf hingewiesen in seiner Rede, dass wir in den letzten 4 Jahren ja öfters gefordert waren, die Demokratie zu verteidigen und klare Kante gegen rechts zu zeigen. Und jetzt, heute, stehen wir in einer Situation, wo uns ein Dammbruch auf der rechten Seite droht, wie ich ihn mir ehrlich gesagt vor 4 Jahren nicht hätte vorstellen können. Eine Situation, in der die Demokratie verteidigt werden muss, weil sie von außen angegriffen wird. In einer Situation, wo die Bürger und Bürgerinnen Sachsen-Anhalts verlangen können, dass sie eine stabile Regierung haben, die sich um die schwierige Pandemielage kümmert und sorgt, dass hier wir als Land gut durch die Pandemie kommen. In einer Situation, in der gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk von besonderer Bedeutung ist, wo wir zugemüllt werden mit Fake News auf allen Kanälen, auf den Straßen, in den sozialen Medien, wo es so wichtig ist, dass wir einen guten öffentlichen rechtlichen Rundfunk haben. Und genau in dieser Situation,
in dieser Situation, wo es eine stabile Regierung braucht, die die Bürger und Bürgerinnen sicher durch die Pandemie steuert, wo es öffentlich-rechtliche Medienanstalten geben muss, die die Fake News, den Fake News gute Nachrichten, sachliche Nachrichten, wissenschaftsbasierte Nachrichten entgegensetzen. Genau in dieser Situation hat die CDU nichts anderes zu tun, als diese Regierung zu gefährden und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gefährden. Meine lieben Freunde und Freundinnen, ich finde das unglaublich und ich finde das unglaublich unverantwortlich. Und es ist völlig klar, das werden wir nicht mitmachen können, weil das gegen jede Grundüberzeugung von uns geht. Aber das sage ich euch auch. Wir werden bis zum letzten Tag dafür kämpfen, dass diese Regierung zusammenbleibt in dieser extrem belastenden Situation. Und das wird eben nur passieren, wenn die CDU sich besinnt auf ihre Verantwortung in diesem Land, auf die Verantwortung diesen Bürgern und Bürgerinnen gegenüber und dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag zustimmen wird. Wir sind dabei, goldene Brücken zu bauen, der Änderungsbedarf. Da ist ja viel drüber debattiert worden, das kann man in einer Entschließung aufschreiben. Da findet man, glaube ich, auch gemeinsame Punkte. Aber es geht nicht, dass die CDU sich mit der AfD verbündet, um hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen. Das können wir nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank. Okay, wir sind wieder live. Vielen, vielen Dank, Claudia, für diesen wichtigen Appell an Verantwortungsbewusstsein in dieser schwierigen Lage, in der wir uns alle im Moment befinden. Und wir kommen weiter. Wir machen weiter mit John Lieber. Und danach kann sich bereithalten Doro Frederking und danach Steffi Lemke. Weitere Redebeiträge sind hier nicht eingeworfen. John, Doro, Steffi. John, du hast das Wort. Für den Hinweis, wir sind jetzt wieder live. Es wurde versucht, John dazu zu schalten. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Deshalb überspringen wir das und hoffen, dass wir John später noch dazu geschaltet bekommen. Die nächste Rednerin ist Doro Frederking, unsere medienpolitische Sprecherin in der Landtagsfraktion. Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen unschätzbaren Wert für die Demokratie. Die CDU will die Axt anlegen. Die CDU ist unehrlich, sie ist populistisch, sie ignoriert die Hinweise, zum Beispiel der Anhörung, der vielen Stellungnahmen, die wir haben. Sie ignoriert, wenn die KEF sagt, dass die Rundfunkfinanzierung nicht mehr verfassungsgemäß ist, wenn die Erhöhung nicht kommt. Sie ignoriert, wenn Verbände wie der Seh- und Behindertenverband sagt, dass der Ausbau der Barrierefreiheit weiterhin gesichert werden muss. Sie ignoriert, wenn im Ausschuss die Filmbranche darlegt, welche Auftragseinbußen zu befürchten sind, wenn die Erhöhung nicht kommt. Sie ignoriert das einfach alles. Es geht der CDU nur um Wahlkampf. Es geht der CDU um Populismus. Sie wollen die Wahl auf den Marktplätzen in Sachsen-Anhalt gewinnen. Das sind die Worte, die Markus Kurze gesprochen hat, die der MP gesprochen hat. Die CDU erwartet Reformen von den Senderanstalten, die diese gar nicht entscheiden können. Zum Beispiel die Frage, wie viele Senderanstalten es gibt. Wir als Grüne Landtagsfraktion, wir als Grüne in Sachsen-Anhalt sind dennoch weiterhin gesprächsbereit. Wir sind auch bereit für grundlegende Beratungen zum Auftrag und zu den Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
zu den Dingen, die wir jetzt schon im Staatsvertrag verankert haben. Wenn wir da Änderungen wollen, dann müssen wir das als politische Kraft selber entscheiden. Dann müssen wir das mit den anderen 15 Bundesländern beraten und auf den Weg bringen. Das ist das Sachargument und wir erwarten vom Ministerpräsidenten, der jetzt am Zug ist, dass er diese Sachargumente auch aufgreift und auf die CDU-Fraktion zugeht, dass der Ministerpräsident es nicht zulässt, dass dieser Tabubruch begangen wird, der Tabubruch mit der AfD zu paktieren. Wir brauchen die Beitragserhöhung jetzt. Wir wollen keine unzulässige Verquickung mit anderen Diskussionen. Die Beitragserhöhung darf jetzt nicht blockiert werden. Der Staatsvertrag, dieser Staatsvertrag muss kommen und die Axt darf nicht an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angelegt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Doro. Wir kommen jetzt zu weiteren Redebeiträgen. Wir haben noch eine Wortmeldung reinbekommen. Und zwar würden wir jetzt zunächst einmal Wolfgang Wenelt dran nehmen, dann Steffi und dann würden wir John nochmal versuchen. In der Hoffnung, dass das dann technisch klappt. Frage an die Technik, ist Wolfgang Wenelt bereit? Es wählt sich gerade jemand ein, okay. Während das geklärt wird, würden wir sonst John hinbekommen? Dann nehmen wir jetzt zuerst John dran, dann Steffi und dann Wolfgang. Guten Abend auch von mir, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich darüber, dass wir diese Möglichkeit haben, hier digital zu sprechen. Trotzdem ist der Anlass, den wir jetzt gerade bereden, kein einfacher. 2016 haben wir uns in einer schwierigen Koalitionsverhandlung dazu entschieden, in eine Koalition zu gehen, wo wir im Vorhinein wussten, die nicht einfach werden wird, wo wir wussten, dass die Arbeit inhaltlich schwierig sein wird mit Koalitionspartnern, die durchaus andere Ansichten haben. Aber wir haben das gut gemacht und da ein großes Dank an unsere Landtagsfraktion und an Claudia in der Regierung, die wirklich für uns, glaube ich, eine sehr gute Sache rausgeholt haben. Aber wir haben uns konkret dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen für das Land, für Sachsen-Anhalt, für die Bürgerinnen und Bürger. Und der Verantwortung müssen wir einfach gerecht werden. Und in dieser Zeit merken wir und haben wir gesehen, und meine VorrednerInnen haben da alle schon zu was gesagt, ist es ein klarer Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 70% der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt vertraut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach der aktuellen Umfrage. Eine extrem hohe Zahl, wo wir daraus zehren können und müssen, in der Bedeutung, die gerade in der Krise wie Corona, aber auch im Klimawandel der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Und da in dem Versuch, diese Erhöhung zu verhindern mit fadenscheinigen Argumenten, das können wir einfach der CDU nicht durchgehen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Gesetzgeber eben nicht frei über die Mittel entscheiden darf. Denn die Mittel dürfen eben nicht dadurch bemessen werden, was man selber sehen möchte in den Medien. Und das ist das, was die CDU versucht, das, was ihr nicht gefällt, durch Druck auszuüben, dass wir das verhindern können. Und da müssen wir Haltung zeigen. Und ich finde, da können wir als Grüne auch nicht zurückstehen. Das ist ein wichtiges Thema, wo wir gerade im Kampf gegen falsche Meldungen, Fake News und Desinformation im Internet aufstehen müssen. Und die CDU hier für uns, dass die CDU uns vorführen kann, zusammen mit der AfD, die das bewusst nutzt, um eben weiter eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Quelle von guten Meldungen, Medien zu schwächen, das können wir nicht zulassen. Deswegen brauchen wir eine klare Haltung. Im Zweifelsfall eben auch das klare Votum der Grünen, dass wir in dieser Koalition mit der CDU nicht weitermachen können. Dankeschön. Vielen Dank, John. Und nun freuen wir uns mit Steffi Lemke auf unsere Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2021. Liebe Steffi, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, Sebastian hatte das schon angesprochen. Ich war letzte Woche im Bundestag, als die AfD dort, ich nenne es wirklich einen Angriff auf die parlamentarische Demokratie gestartet hatte, indem sie dort Störer eingeschleust hatte. Und der FDP-Politiker Buschmann hat es in der anschließenden Debatte auf den Punkt gebracht, dass die AfD im Bundestag von der technischen Obstruktion
zur physischen Obstruktion übergegangen ist. Das heißt, sie hat Leute bedrängt, sie hat versucht, Abgeordnete in ihrem Abstimmungsverhalten durch Bedrängung zu beeinflussen, sie an der Wahrnehmung ihres freien Mandates zu hindern. Das ist der Sachverhalt, mit dem wir dort konfrontiert gewesen sind. Und in all dieser Aufregung, die sich darum abgespielt hat, es war draußen auch viele laute, aggressive Bilder, stundenlang vor dem Bundestag, mit den Demonstranten, das ist natürlich völlig krank, aber das war nur ein kleinerer Tag, hat mich dann die Nachricht über unsere Sachsen-Anhalter erreicht, dass Sigi Borgwardt, der Fraktionschef der CDU, angekündigt hat, dass die CDU definitiv mit der AfD zusammen im Landtag eine Abstimmung herbeiführen will, die in der Endkonsequenz dazu führt, dass die Änderung des Medienstaatsvertrages scheitert. Ich habe das erst nicht recht glauben wollen, dass man in einer solchen Situation, wo Demokratie, wo Parlamentarismus, wo Freiheit tatsächlich bedrängt wird, unter physischen Druck gerät von Menschen, die parlamentarische Demokratie nicht wertschätzen, die sie stören, zerstören wollen. Für viele AfDler muss man das inzwischen so sagen. Und in einer solchen Situation nicht wahrzunehmen, was sich gerade verändert, das demokratische Spektrum ist an diesem Tag im Bundestag sehr, sehr eng zusammengerückt. Ich würde sagen, so eng wie noch nie. Und in dieser Zeit eine solche Abstimmung zu überlegen, das fällt mir sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Das steht der CDU frei, das zu tun. Es sind frei gewählte Abgeordnete. Ich finde, das dürfen auch wir nicht vergessen, dass sie in ihrer Entscheidung frei sind. Aber sie tragen die Verantwortung für die Konsequenzen aus ihrem Tun. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, in den nächsten Tagen deutlich zu machen, was die Konsequenzen in dem einen wie in dem anderen Fall sind. Ich finde, wir sollten die politische Kraft sein, die versucht, eine Lösung aus diesem Dilemma herauszufinden, die wirklich weitere Vorschläge überlegt und hoffentlich findet, es ist ja nicht leicht, um diese Situation noch aufzulösen. Wir sind in einer schweren Güterabwägung, wenn in einer Pandemiesituation, in einer Katastrophensituation tatsächlich eine Regierung sich auflöst, dann ist das für die Demokratie definitiv nicht gut. Und der Verantwortung müssen sich alle bewusst sein. Deshalb sind alle gefordert und gezwungen, eigentlich eine Lösung zu finden. Aber was in einer Katastrophensituation eben auch nicht geht, ist denjenigen, die Katastrophe verschlimmern wollen, die ja monatelang das Virus ignoriert haben, die sich nicht an die Auflagen halten, die dazu aufrufen, das Parlament zu stürmen, die dazu aufrufen, das Infektionsschutzgesetz zu missachten, die parallel gegen die Verordnung der Landesregierung klagen. Es geht auch nicht in einer Katastrophensituation, diesen Kräften Rückenwind zu geben, indem man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ihnen gemeinsam beschädigt. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Ich finde die wirklich extrem schwierig, schwieriger als die Koalitionskrise, die wir zum grünen Band hatten. Und ich möchte, dass wir da mit großer Ruhe und großer Geschlossenheit versuchen, die beste Lösung zu finden. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit, wenn es am 15.12. dazu kommt, dass durch Sachsen-Anhalt die Änderung des Medienstaatsvertrages scheitert, weil die CDU-Fraktion gegen ihren eigenen Ministerpräsidenten, gegen ihre eigene Regierungsvorlage stimmt, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie es eine weitere Regierungszusammenarbeit geben soll. Danke. Vielen Dank auch an dich, Steffi, für deine mahnenden Worte und für deine Eindrücke aus Berlin. Wir haben jetzt noch einen Redner auf unserer Liste zu diesem Tagesordnungspunkt. Das ist Wolfgang Wähnelt. Ich frage mal in die Regie, ist er da? Ja. Und was ich da einwerfen möchte an der Stelle, klingt jetzt doch ein wenig anders als die vorhergehenden Beiträge. Völlig d'accord, wenn es darum geht, dass der Staatsvertrag auch durchgebracht werden muss. Völlig d'accord, dass die CDU so nicht aus der Reihe tanzen kann. Aber wenn wir zum alleinigen Maßstab auch in der öffentlichen Diskussion Abstimmung gemeinsam mit der AfD an manchen Stellen gleich mit der AfD machen,
wir uns eintreiben. Denn machen wir nämlich unser Stimmverhalten von der AfD abhängig, was ein völliger Fehler wäre. Denn dann hieße es, wenn die AfD beispielsweise Anträgen, die wir befürworten, zustimmen würde, dürften wir nachher nicht mehr selber zustimmen. Wir wissen, was wir wollen. Wir können nicht das Argument, nur weil die AfD auch so stimmt, dann derart nehmen. Ein Fehler. Ein zweiter Punkt ist natürlich, aus meiner Sicht, wir sollten nicht mit dem Ende der Koalition drohen. Es ist bisher ein Problem innerhalb der CDU. Und wenn wir ein Problem innerhalb der CDU machen, dann werden wir diejenigen sein, die dabei verlieren. Auch auf Außenwirkung. Wir müssen gucken, was wir an der Stelle genau. Wir müssen auch, denke ich, so schwer fällt, eine Rückzugsmöglichkeit nicht noch auf den Kurs ihres Ministerpräsidenten. Und wenn sie in die Ecke getrieben wird, wird es ihr wahrscheinlich immer schwerer fallen. Eine weitere an der Stelle kann nicht gut sein. Damit verhindern wir nicht einen Weg nach rechts, sondern treiben die CDU geradewegs der AfD in die Arme. Danke. Vielen Dank an Wolfgang. Wir danken für die doch von großer Verantwortung und großem Verantwortungsbewusstsein geprägten Debatte. Ich denke, uns alle teilt und uns alle trägt die große Sorge um die Regierbarkeit unseres Bundeslandes inmitten einer Pandemie aufgrund einer Entscheidung, die kaum abwendbar scheint seitens der CDU, die wir mit großer, großer, großer Sorge verfolgen. Vielen Dank für diesen Austausch und wir sind damit am Ende dieses Tagesordnungspunkts und kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 4. Top 4. Wir machen weiter und gehen in den Ausblick. Und zwar werden wir uns jetzt über das Wahlprogramm unterhalten, über den Zwischenstand für die Landtagswahl 2021. Und uns darüber austauschen, wie wir dort weiter vorgehen. Vorab aber erstmal, ich würde sagen, eine kleine Pause mit gutem Inhalt. Und zwar schalten wir jetzt ein Video einer Listenkandidatin, eines Listenkandidatens ein. Dies werden wir dann auch nochmal nach der Rede von Conny Lüdemann machen. Ich gebe ab an die Regie und frage, sind wir bereit für den Videoeinspieler? Mein Name ist Madeleine Linke und ich bin eure Listenplatzkandidatin auf Platz 7 und Mobilitätsforscherin. Ich bin hier in Magdeburg vor einer Schule und Kita. Im Hintergrund seht ihr die Hole- und Bringzone der Elterntaxis. Im Landeswahlprogramm haben wir drei Dinge dafür festgeschrieben. Erstens wollen wir Kommunen dabei fördern, Fußwegkonzepte aufzulegen, die die Fuß- und Radweginfrastruktur verbessern, zum Beispiel Zebrastreifen schaffen, und generell die Schul- und Freizeitwege verbessern für Kinder und damit auch für alle. Im zweiten Schritt haben wir ja schon die institutionelle Förderung der Landesverkehrswachten entschieden. Wir sollten jetzt auch noch qualitativ das auf ein nächstes Level heben und Mobilitätspädagogik voranbringen auf allen Stufen. Als dritten Punkt sollten wir Verkehrsaudits durchführen, auch im Bestand. Das heißt Radinfrastruktur, aber auch Fußwege, auch im Bestand uns anschauen und die Sicherheit für alle herstellen. So wird die Vision Zero im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben gefüllt. Hallo, ich bin Olaf Meister, Finanz- und Wirtschaftspolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion.
Die letzten Monate waren insbesondere geprägt durch die Bewältigung der Corona-Krise. Die Aufgabe von Politik war es dabei, dafür zu sorgen, dass zum einen die Menschen gesund durch die Krise kommen und zum anderen, dass wir immer dort helfen, wo wirtschaftliche Nöte sind, wo soziale Nöte sind, dass wir dafür sorgen, dass die Lasten solidarisch getragen werden, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten. Aktuell stehen wir vor dem Problem der Hilfen im neuen Lockdown. Da müssen wir schnell sein, wir müssen schnell die Hilfen an die bringen, die es brauchen. Wir brauchen aber auch Hilfen für die Bereiche, wo es möglicherweise wieder nicht funktioniert. In der Vergangenheit waren das insbesondere die Solo-Selbstständigen. Immer da, wo solche Probleme auftreten, ist es nötig, mit eigenen Hilfen hineinzugehen. Wir wollen deshalb für das Land Sachsen-Anhalt einen Corona-Nothilfefonds auflegen, der genau diese Probleme dann jeweils behandeln soll. Wir brauchen für die Kulturszene ein eigenes Landesprogramm Kultur, dass eben auch dort geholfen werden kann. Und wenn wir in die Zukunft gucken, die Corona-Krise wird vorbei sein, aber dann muss es möglich sein, auch Neustart zu finanzieren. Das geht insbesondere auch in die Clubszene. Auch dafür werden wir mit einem eigenen Programm hineingehen müssen, zumindest in Ergänzung zu Bundeshilfen, soweit sie dafür es dann gegeben wird. Weitere Problemgruppen, die wir erkennen, wo es Sorgen gibt, sind Studierende, deren Jobs weggefallen sind und die keine Sozialleistungsberechtigung haben. Auch da wird es Hilfe bedürfen, für die wir als Politik Verantwortung tragen. Und dann ein ganz wesentlicher Punkt und besonders schwierig, unsere Kommunen, das wichtige Standbein der Demokratie, da wo das vor Ort gelebt wird, da wo die Lebensverhältnisse vor Ort gestaltet werden, haben massive Probleme im finanziellen Bereich. Auch dort müssen wir helfen und die Verluste, die dort entstehen, ausgleichen. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Melanie Ranft und ich grüße euch aus Halle aus einer sogenannten Brennpunktschule. Grüne Bildungspolitik wird mit mir dafür sorgen, dass Brennpunktschulen in Modellschulen umgewandelt werden und Modellschulen dann mit einer Extraportion bedacht werden. Eine Extraportion in kleinen Klassen, eine Extraportion in Stundenzuweisungen, eine Extraportion an Schulsozialarbeit und natürlich, was jetzt gerade ganz wichtig ist, eine Extraportion an technischer Ausstattung für die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen. Dafür, liebe Freundinnen und Freunde, im Juni Zweitstimme Grün. Ich freue mich drauf. Hallo und liebe Grüße aus Halle. Ich melde mich hier aus dem Norden der Stadt, vom Ochsenberg, mit einem wunderbaren Blick über die Stadt und in die Landschaft. Hier hinten seht ihr eine kleine Schafsherde, die hier auf diesen Halbtrockenrasenflächen und Trockenrasenflächen die Beweidung vornehmen, um diese Flächen eben zu erhalten. Das ist eine wichtige Arbeit, die die Schafe hier machen innerhalb des Projektes des NABU Halle-Saale-Kreis. Um diese Arbeit verrichten zu können, müssen wir die Naturschutzfachverbände stärker unterstützen. Wir müssen sie professionell aufstellen, wir brauchen professionelle Strukturen und wir müssen ihre Arbeit auch mehr wertschätzen und anerkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in unserem Wahlprogramm steht, denn diese Projekte, diese wichtigen Projekte im Naturschutz können nicht nur über Projekte, sage ich mal, finanziert werden, sondern sie müssen auf ganz andere Beine gestellt werden, auf professionelle Beine gestellt werden. Das steht in unserem Wahlprogramm und dafür setze ich mich ein. Wir sind wieder zurück in der Landesgeschäftsstelle. Vielen, vielen Dank für die Statements der Listenkandidatinnen für die Landtagswahl 2021. Wir konnten hier schon einen kleinen Eindruck bekommen, was wir nächstes Jahr für die Landtagswahl vorbringen werden. Und ich möchte aber noch Conny Lüdemann als unsere Vorsitzende der Landtagsfraktion bitten, nun auch noch mal zu uns zu sprechen mit einer Rede. Conny, bist du bereit? Ja, vielen Dank, Martin, dass ich freigeschaltet bin. Bitte entschuldigt, ich habe alles genauso gemacht wie vorhin. Warum jetzt kein Bild da ist, das dauert zu lange, das zu eruieren. Aber ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich von euch auf Platz 1 der Landesliste gewählt wurde. Und insofern
darf ich diesen Tagesordnungspunkt jetzt betreuen, denn es geht um das Landtagswahlprogramm zur Landtagswahl hoffentlich am 6. Juni 2021. Ich möchte erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an die Schreibgruppe loswerden. Wer schon mal auf diesen ganz internen Vorentwurf einen Blick werfen konnte, auf die 174 Seiten, der wird sehr beeindruckt sein von dem, was die Schreibgruppe zusammengetragen hat, aus Beschlüssen unserer Partei, aus Verlautbarungen, aus Redebeiträgen, aus allem Möglichen. Und da ist wirklich viel, viel guter Inhalt drin. Das ist eine gute Grundlage für die Weiterarbeit. Und ich denke, ich spreche im Namen unserer ganzen Partei vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt ist es aber Zeit, dass wir in die nächste Phase einsteigen, und in dieser Phase sind politische Entscheidungen nötig. Es gibt Stellen, da sind unterschiedliche Varianten im Programm vorgeschlagen. Es gibt Stellen, die sind noch sehr vage, die man mehr zuspitzen muss für den Wahlkampf. Es gibt Stellen, wo nochmal Abgleiche mit Beschlüssen der Landtagsfraktionen getätigt werden müssen. Es ist also noch viel Arbeit in der nächsten Phase. Das will ich ganz deutlich sagen, weil in der nächsten Phase werden wir weitere Menschen in den Programmprozess mit einbeziehen. Hier sind die ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Landesliste gefragt, enger in den politischen Prozess jetzt sich einzubringen. Und der Landesvorstand hat dazu schon einen Vorschlag gemacht, um diese politische Verantwortung zu organisieren, den Abgleich mit den LFGen nochmal nachzuvollziehen, Fachpersonal einzubinden, mit Persönlichkeiten aus der Partei zu sprechen. Und diesen Arbeitsprozess sollen die ersten 10 Listenkandidaten leisten, organisieren, leisten, durchführen. Und dann wird das alles Anfang Januar in einem Programmentwurf enden, der dann schlussendlich der Weltöffentlichkeit quasi vorgestellt wird, mit dem dann alle aus der Partei arbeiten können. Und das soll in einem ganz breiten Beteiligungsprozess passieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr viel Wert darauf lege, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, mit Menschen, die unserer Programmatik nahestehen, die viel Input in unsere Partei geben. Und das verstehe ich auch unter unserer Basisorientierung. In diesem Beteiligungsprozess stelle ich mir vor, dass wir, ob das digital oder auch auf anderem Wege dann gehen kann, werden wir sehen. Aber dass wir auch neue Möglichkeiten wie Webinare nutzen, Gespräche führen, vielleicht auch mal einen schriftlichen Austausch machen mit eben Verbänden, Vereinen, mit Gewerkschaften, mit Umweltgruppen, mit fachkundigen Einzelpersonen, um unseren Entwurf zu schärfen, zuzuspitzen, auf Praxistauglichkeit abzuklopfen und auch dadurch inhaltliche Mobilisierung hinzukriegen, um für uns zu werben und zu sagen, wir brauchen auch Verbündete, um für unsere grünen Themen zu werben, um Umwelt- und Artenschutz in Sachsen-Anhalt voranzutreiben, sozialen Zusammenhalt zu stärken und die demokratische Gesellschaft zu sichern. Das alles wird am 24. April bei unserem Programmparteitag dann kulminieren und ich glaube, so schön wie das ist, dass wir jetzt diesen Austausch hier digital haben, wir alle hoffen, dass wir am 24. April uns dann auch wieder physisch sehen und dann auch direkter aufeinander reagieren können und nicht auf die Technik, die ja doch an der einen oder anderen Stelle mal eine Lücke hat, angewiesen sind. Aber wichtig und wirklich wichtig ist dieser Prozess dazwischen. Und auf den freue ich mich ganz, ganz doll. Danke. Vielen Dank, liebe Conny, für deinen Beitrag. Wir kommen nun zum nächsten Punkt und möchten vorab, bevor wir zum Top 5 kommen, noch Videobeiträge von den Listenkandidatinnen an euch senden. Kurzer Hinweis, für diesen Top 4 wurde keine Aussprache vorgesehen, deswegen machen wir jetzt weiter mit Tom 5 und leiten ein mit Video-Statements von Mirko, Antje und Urs. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Mirko Wolf, bin Listenkandidat zur nächsten Landtagswahl 2021. Ich stehe hier heute vor dem einzigen Carsharing-Angebot, was es im nördlichen Sachsen-Anhalt gibt. Mein Schwerpunktthema sind ländliche Räume. Wie wir alle wissen, leben 80% der Menschen in Sachsen-Anhalt eben in diesen ländlichen Räumen. Wir wissen auch, es gibt nicht den ländlichen Raum,
Alle ländlichen Räume haben ähnliche Herausforderungen, aber sehr spezifische Potenziale, Bedarfe und Prioritäten, die es zu berücksichtigen gilt. Aber allen aus meiner Sicht verbindendes Element sind fehlende, schlechte öffentliche Mobilitätsangebote. Die Menschen sind daher oft gezwungen, auf private PKWs auszuweichen, um ihren Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt oder eben zur Freizeitgestaltung zu bewältigen. Mir geht es darum, die bestehenden Angebote des öffentlichen Nahverkehrs mindestens zu erhalten, aber eben auch neue Mobilitätsangebote und Mobilitätsformen zu schaffen und diese auch weiter auszubauen. Sei es der ÖPNV, die Schaffung von Bahnhaltepunkten, die Errichtung von Fahrradwegen oder eben Carsharing-Angebote, die vor allen Dingen bedarfsorientiert entwickelt werden und so von den Menschen auch akzeptiert werden können und genutzt werden können. Wenn wir in der nächsten Legislatur es erreichen könnten, dass zumindest der Zweitwagen, den es in vielen Familien im ländlichen Raum gibt, nicht mehr benötigt wird, hätten wir viel erreicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf ein nächstes Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe hier vor der Informatik der Uni Magdeburg und das ist das Ada Lovelace Gebäude. Und Ada Lovelace, die hat unsere digitale Gesellschaft, wie sie jetzt ist, schon 1843 vorausgedacht. Da hat sie schon überlegt, dass Maschinen weit mehr als nur mathematische Operationen werden ausführen können. Und da sind wir jetzt. Wir können mit Videotelefonie oder mit Konferenzen miteinander in Verbindung bleiben. Und das ist ja auch wichtig. Wir haben gerade Corona-Pandemie. Deshalb laufen hier auch wenig Studierende hin und her. Aber umso wichtiger ist, dass wir die Infrastruktur haben, um digital miteinander in Verbindung bleiben zu können. Das Digitale kann noch weit mehr außer Videokonferenzen. Aber was wir als Land dafür machen müssen, ist Infrastruktur bereitstellen und Grundlagen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen. Und dazu gehört eben auch die digitale Bildung. Und ich würde mich total freuen, wenn noch mehr Frauen und junge Mädels hier ein- und ausgehen würden in Zukunft. Ja, hallo und herzliche Grüße an die heimischen Bildschirme. Ich freue mich, dass wir heute einen digitalen Parteitag alle zusammen haben. Kurz mir, ich bin Urs, bin 25 Jahre alt, derzeit Stadtrat in Magdeburg und kandidiere jetzt für den Bundestag. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich an alle für das Vertrauen auch bedanken. Und es ist so, dass für mich vor allen Dingen die wirtschaftspolitischen Themen ganz wichtig sind. Wir müssen lernen, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften und da sind wir heute noch nicht. Und deshalb habe ich mir heute hier einen Punkt rausgesucht, an dem man ansetzen kann, und zwar vor allen Dingen den Güterverkehr. Gerade ist hier ein Zug an mir vorbeigerauscht. Mal gucken, ob gleich der nächste kommt. Ich hoffe nicht. Wir müssen die Güterverkehre auf die Schiene bekommen. Es darf nicht alles über LKWs laufen und vor allen Dingen dürfen nicht neue Autobahnen gebaut werden. Und genau das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir lernen, vor allen Dingen auch nicht zu viel zu wirtschaften, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben, aber auch vor allen Dingen besser werden, effizienter werden und überlegen, dass wir genau solche Verkehre auch auf die Schiene kriegen. Dafür möchte ich mich einsetzen und das ist ein Thema für mich, was ganz, ganz wichtig ist. Natürlich auch die CO2-Steuer, die derzeit zwar gut ist, dass sie eingeführt ist, aber noch viel zu niedrig. Wir müssen unserer Umwelt einen Wert geben und dafür möchte ich mich einsetzen. Herzlichen Dank euch allen. Ich wünsche noch uns allen einen richtig schönen Parteitag und viele Grüße. Ja, hallo, ich bin Dorothea Frederking, energiepolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und engagiere mich für die Energiewende zu 100% erneuerbare Energien. Dazu brauchen wir mehr Solaranlagen zur Stromerzeugung und ungefähr 100 Mal mehr in Deutschland als heute. Und Solardachanlagen, so wie im Hintergrund zu sehen, die sind essentiell, aber wir brauchen auch viel mehr Anlagen auf Freiflächen und Agri-PV, das heißt Solaranlagen auf Äckern und Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Produktion. Die sind eben eine gute Option dafür. Das hat viele Vorteile, also kaum Flächenkonkurrenz, Erosionsschutz, Verdunstungsschutz, aber auch Schutz für die Kulturpflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung.
Und ich setze mich dafür ein, dass es Kriterien gibt, die definieren, was die überwiegende landwirtschaftliche Nutzung ist. Wenn wir das haben, dann können nämlich die Landwirtinnen und Landwirte weiterhin die Flächenprämie bekommen. Und ich werbe dafür, dass die APV-Anlagen auch im EEG berücksichtigt werden. Und für Sachsen-Anhalt sollte die Flächenkulisse für EEG-Ausschreibungen auf benachteiligte Gebiete erweitert werden. Dann können nämlich auch schlechtere Ackerstandorte mit PV-Anlagen von der EEG-Vergütung profitieren. Das waren jetzt einige Vorschläge. Lasst uns die Energiewende gemeinsam voranbringen. Vielen lieben Dank an die Rednerinnen, die Listenkandidatinnen für die Landtagswahl 2021. Vielen Dank an Mirko, an Antje und an Urs und vielen Dank an Dorothea als unsere Landtagsabgeordnete. Möchten wir uns bei allen erstmal vielen, vielen Dank senden und machen weiter mit dem Top 5 zum Antrag W1. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das möchte ich kurz einführen und sagen, dass wir natürlich in unserer Satzung genau diese Antragskommission festgeschrieben haben und eben deren Basismitglieder wir nun eben wählen wollen mit einem Antrag, der W1 nennt. Und dazu wird John Lieber kurz reden und den einführen. Macht euch bereit, bitte holt vielleicht den Antrag W1 raus. Wir werden nach John dann darüber abstimmen. Ich gebe ab an John Lieber. Frage an die Regie, ist John bereit? Ja, vielen Dank an das Präsidium und auch für das Durchhalten bis jetzt in dieser schwierigen Situation technisch. Jetzt kommen wir zu einem technischen Punkt, nachdem Conny gerade zur Landtagswahl gesprochen hat. Thematisch haben wir natürlich eine Sache zu tun in Vorbereitung unseres Landtagswahlprogramms. Wir haben es schon ausgeführt, die Satzung schreibt es uns vor, dass wir eine Antragskommission zu bilden haben. In dieser Antragskommission sind zwei Mitglieder des Landesvorstands drin, die der Landesvorstand aus seiner Mitte bestimmt. Das sind unserer Gruppe Lysanne und Lysanne Papenroth und Andrea Matz. Aus der Gruppe, die anderen beiden sind Basismitglieder, die zu wählen sind aus, vom LDR aus. Und das wollen wir jetzt machen. Und der LAV vorschlägt, als die beiden Mitglieder, die der LDR zu wählen hat, für den Frauenplatz Antje Schulz aus dem Stadtverband Halle und den offenen Platz Olaf Meister aus dem Kreisverband Magdeburg vor. Wir bitten da um eure Zustimmung. Die Antragskommission bereitet ja das vor, wird die Anträge, die gegensätzlichen Anträge auch gegeneinander abwägen, wird da verhandeln und in dieser Situation hoffentlich viel steuern, sodass wir zu einem guten Wahlprogramm kommen. Und deswegen bitten wir euch da für eure Zustimmung. Vielen Dank, lieber John. Wir würden gern alle Delegierten nun bitten, im Chat mitzuteilen, ob sie Redebedarf haben zu dem Antrag W1. Schreibt bitte in den Chat, die Regie wird uns dann mitteilen, wer Redebedarf hat und sprechen möchte. Danach werden wir über den Antrag abstimmen. Kurze Frage an die Regie, gibt es mittlerweile jemanden, der sprechen möchte? Genau, wir warten einen kleinen Moment. Durch die Verzögerung müssen wir ein wenig warten, bis wir dann wissen, wer reden möchte. Okay, es gibt eine Rückfrage. Wir an die Regie, wir holen wen rein? Achso, genau. Die Frage war, ob die Meldeboxen, also die Boxen für die Redebeiträge, ob die funktionieren. Das tun sie gerade nicht. Deswegen versuchen wir, euch jetzt gerade über den Chat bei Bedarf einzuschalten. Es gibt keine Redewünsche, deswegen würde ich gerne weitermachen und mit der Abstimmung beginnen zum Antrag W1. Holt bitte eure digitalen Stimmkarten raus. Wir bereiten die Abstimmung vor. Ich warte auf die Rückmeldung von der Regie. So, ich habe die Rückmeldung bekommen, wir können starten. Die Abstimmung ist offen über den Antrag W1.
Wir warten und geben euch genug Zeit, damit ihr digital abstimmen könnt. Die Abstimmung ist offen. So, jetzt habe ich die Rückmeldung bekommen. Die Abstimmung ist beendet. Das Ergebnis werde ich jetzt vortragen. Wir haben 32 abgegebene Stimmen, davon... Kleinen Moment. Stimmen für Antje Schulze 29 und für Olaf Meister 30. Herzlichen Glückwunsch an Olaf und an Antje. Wir hatten eine Nein-Stimme zu den Ja-Stimmen und eine Enthaltung. Vielen Dank für die Beteiligung und herzlichen Glückwunsch an die beiden. Zum Abschluss des Top 5 würden wir gerne noch ein Video zum Abschluss zeigen, und zwar von Conny. Hinter mir seht ihr die Elbe. Es ist der längste freifließende Fluss in Deutschland, das größte und älteste Biosphärenreservat. Es war allerdings nicht immer so schön hier. Als ich vor einigen Jahrzehnten hier zwischen Elbe und Mulde aufgewachsen bin, war insbesondere die Mulde berühmt-berüchtigt dafür, weiße Schaumkämme vor sich herzuschieben, zu stinken, metallisch zu glänzen. Und aus jeder Pore spürte man, mit jeder Pore atmete man ein, das ist Naturzerstörung pur. Und viele Menschen haben sich zusammengefunden, gegen die DDR-Unrechtsdiktatur aufzustehen. Und für viele war auch die Rettung der Natur ein ganz wichtiges Motiv. Wir haben das geschafft. In den letzten 30 Jahren ist hier viel passiert, insbesondere in den letzten 4,5 Jahren, seit wir Grüne wieder an der Regierung beteiligt sind. Wir konnten viel für die Gewässerreinheit, für Ökolandbau, für Artenschutz tun. Aber jetzt, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, gehen wieder Menschen auf die Straße. Insbesondere junge Menschen treiben uns an und sagen, wir müssen mehr tun, wir müssen schneller werden, sonst schaffen wir es nicht mehr, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und dafür will ich mit aller Kraft kämpfen, dafür wollen wir Grüne hier mit aller Kraft kämpfen. Wir wollen, dass nächstes Jahr keine Regierung gegen Umwelt- und Artenschutz gebildet werden kann, für sozialen Zusammenhalt und für eine starke Demokratie. So, und wir sind wieder live und wir sind dann auch in Tagesordnungspunkt 6. Und Tagesordnungspunkt 6 ist der Tagesordnungspunkt Jahresplanung und Termine. Und laut meinem Plan freuen wir uns zunächst auf ein Grußwort von Ska Keller, unserer Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament, die auch für uns in Sachsen-Anhalt zuständig ist und, wie ihr alle wisst, ein Büro in Halle hat. Hallo zusammen in Sachsen-Anhalt. Ich freue mich sehr, zu euch reden zu können, hier aus Brüssel, virtuell zugeschaltet. Wir machen auch hier in Brüssel gerade alles nur noch virtuell. Das Virus hat uns auch im Europaparlament voll im Griff. Und diese Corona-Epidemie ist natürlich eine riesige Herausforderung, der wir uns stellen in Sachsen-Anhalt ja nochmal extra in der Regierungsverantwortung. Und wichtig ist natürlich, dass wir auch die anderen Krisen im Blick behalten. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr in eurem Wahlprogramm so einen starken Schwerpunkt gesetzt habt auf den Klimaschutz. Auch hier im Europäischen Parlament setzen wir uns ohne Ende fürs Klima ein. Wir haben auch einen großen Erfolg errungen, zumindest erstmal im Parlament selbst, weil wir ein wirklich gutes Klimagesetz erarbeitet haben, das uns wirklich sehr stolz macht. Und jetzt müssen wir uns halt nur noch mit den Mitgliedstaaten darüber streiten, dass es auch wirklich so kommt. Auf anderen Fronten läuft es nicht so gut wie bei der Agrargesetzgebung. Da haben wir nicht viel für den Klimaschutz erreichen können, weil die anderen Fraktionen leider wie ein Block dafür einstehen, dass Geld einfach weiter nach Hektar verteilt wird. Da müssen wir also weiter dranbleiben. Genauso wie bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit, auch ein wichtiger Schwerpunkt in eurem Wahlprogramm. Da hakt es an allen Ecken und an Enden und das macht die Pandemie jetzt nochmal viel deutlicher klar. Daran müssen wir arbeiten, sowohl in Sachsen-Anhalt, aber natürlich auch in der Europäischen Union. Dafür mache ich gerne für euch hier weiter Politik und hoffentlich sehen wir uns auch sehr, sehr, sehr bald endlich wieder im Real Life und ganz nah und eng beieinander. Und bis dahin alles, alles Gute aus Brüssel. Ciao, ciao. Und nun freuen wir uns auf John, der die Einbringung der Jahresplanung für 2021 übernimmt.
Hörst du mich? Vielen Dank und vielen Dank für den Beitrag von SCA. Ich möchte jetzt gerne den Antrag Z1 einbringen, und zwar die Jahresplanung. Der Landesvorstand schlägt dem Landesdelegiertenrat gemäß § 6 unserer Satzung die Termine für das nächste Jahr vor. Das betrifft sowohl den Landesparteitag als auch die Landesparteitag für das nächste Jahr. Wir schlagen vor den 24. April für den ordentlichen Landesparteitag, der dann der Programmparteitag sein soll, dem wir unser Wahlprogramm beschließen, wofür wir ja auch gerade die Antragskommission gewählt haben. Und wir schlagen vor den 27. November als regulären Parteitag, in dem unter anderem der Landesvorstand wieder neu zu wählen ist. Weiterhin geben wir euch zur Kenntnis, das ist nicht zu beschließen, aber einfach, dass ihr das schon mal wisst für eure Planung. Die Landesdelegiertenräte, die wir für das nächste Jahr geplant haben, am 6. März einen Landesdelegiertenrat sowie am 28. oder 29. Mai, die Entscheidung steht danach aus, das soll dann der Landesdelegiertenrat sein in der Hochzeit des Wahlkampfs, so kurz vor der Landtagswahl als letzter großer Auftakt und Motivation. Sowie dann mögliche Parteitage, ein möglicher Landesdelegiertenrat im Sommer 21, der dann sich zu den Sondierungsgesprächen entscheidet, und ein außerordentlicher Landesparteitag. Möglicherweise sollte es zu Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl kommen. Das sind die Termine. Den außerordentlichen Landesparteitag, den würden wir natürlich entsprechend wieder auch nach der Satzung dann beschließen. Aber heute zu beschließen, die beiden Landesparteitage im nächsten Jahr. Und auch da bitten wir euch um eure Zustimmung. Vielen Dank, John, für die Einbringung. Hier ist keine Aussprache zu vorgesehen. Sollte es doch Redebedarf geben, bitten wir euch, die Wortmeldung im Chat kurz zu signalisieren. Ihr würdet dann entsprechend gleich drankommen. Das warten wir jetzt einen kleinen Moment ab, ob es im Chat Nachrichten gibt. Wie ihr wisst, haben wir eine kleine Verzögerung, und die werden wir jetzt überbrücken. Und wenn sich dort gleich im Chat eben zeigt, dass es keine Wortmeldung dazu gibt, dann stimmen wir über diese Jahresplanung entsprechend ab. Aber wie gesagt, wir warten das jetzt kurz ab. Ich werde das jetzt kein viertes Mal sagen, sondern einfach schweigen. Frage an die Regie. Es gibt noch keine Nachfragen, nehme ich an. Oder keine? Okay, ich bekomme das Signal, dass es bisher niemanden gibt, der dazu sprechen möchte. Wir warten trotzdem noch ein paar Sekunden ab. Okay, ich denke, wir haben jetzt genug gewartet und wir gehen langsam voran. Sollte in den nächsten wenigen Sekunden noch etwas passieren, wird die Regie mich darauf hinweisen. Ansonsten nehmt bitte schon mal zur Kenntnis, dass die Abstimmung eingepflegt wurde in das Abstimmungstool, und ich höre nichts aus der Regie. Wir können loslegen, die Abstimmung ist geöffnet. Die Abstimmung über die Jahresplanung, die John gerade eben vorgestellt hat. Genau. Genau, und jetzt startet sie auch, bekomme ich von der Technik gerade gesagt. Hier steht bei mir noch ein Pop. Jetzt ist sie offen. Ihr könnt abstimmen.
unsere Landesschatzmeisterin Michelle bereit gemacht hat. Und die Abstimmung zum Jahresplan läuft allerdings noch. Das nur quasi als kleine Vorschau, was jetzt gleich noch auf uns zukommt. Es haben 29 Personen bereits abgestimmt zur Jahresplanung. Das ist fantastisch. Wir warten jetzt noch mal einen Moment ab. 30, ja. Genau, ich denke, damit haben wir es 30 abgegebene Stimmen. Wir schließen den Wahlgang über die Jahresplanung. Das Ergebnis wird überprüft. Und wir haben ein Ergebnis. Das Ergebnis wird euch jetzt auch eingeblendet. 31 abgegebene Stimmen, 32 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit haben wir eine Jahresplanung für das nächste so wichtige und entscheidende Wahlkampfjahr. Und wir hoffen natürlich alle, dass es bei dieser Planung bleiben kann und wir nicht in einen verfrühten Landtagswahlkampf zumindest schlittern. Aber das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Vielen Dank für diese Abstimmung. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Tagesordnungspunkt 7, Haushalt und Finanzen. Doch, wie ich in meinem Plan sehe, kriegen wir noch ein Video rein zunächst. Und das ist das von Anna Capuzini, auch einer der Europaabgeordneten, die für Sachsen-Anhalt zuständig ist und die hier in der Landesgeschäftsstelle auch ein Büro hat, zusammen mit Erik Marquardt. Das Video bitte. Hallo liebe Grüne in Sachsen-Anhalt, hier ein kurzer Gruß aus Brüssel. Ich arbeite an ganz, ganz vielen Themen, aber zwei, die mir besonders wichtig sind, passen, glaube ich, total gut in die kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und eure Programmerstellung. Einmal bin ich dabei, einen Bericht zur Kreislaufwirtschaft abzustimmen im Europaparlament. Also, dass wir Produkte langlebiger machen wollen, das Recht auf Reparatur verankern wollen, einfach sicherstellen wollen, dass Produkte nicht so schnell kaputt gehen und wir diesen Riesenberg von Elektroschrott und Müll überwinden können. Und ich glaube, es wäre total gut, das Thema Kreislaufwirtschaft, was wirklich gerade sehr, sehr groß ist auf europäischer Ebene, auch in Sachsen-Anhalt zu verankern. Das zweite Thema, und ich habe dazu auch schon viele Veranstaltungen gemacht, in Sachsen-Anhalt ist das Lieferkettengesetz. Wir arbeiten gerade an der Stellungnahme des Europäischen Parlaments. Nächstes Jahr kommt ein Vorschlag der Kommission. Und ich glaube, es wäre total gut, wenn die Grünen in Sachsen-Anhalt im Landtagswahlprogramm auch verankern, dass man über die Beschaffung nachhaltige und faire Produkte stärken kann. Also ich glaube, da hat auch die Landesebene total viel Spielraum und da könnten wir sozusagen an einem Strang ziehen. Ich wünsche alles Gute für den kleinen Parteitag und bis hoffentlich bald mal wieder in echt. Genau, und das war der Videogruß von Anna Cavazzini. Vielen Dank dafür. Und wir kommen jetzt zur Einbringung unseres Haushalts für das Jahr 2021. Das Wort hat unsere Landesschatzmeisterin Michelle Angeli. Hallo, ja, ich kann dich hören. Okay. Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kann leider nicht mit so einem super Video dienen, wie der Bundesschatzmeister das letzte Woche gemacht hat. Aber ihr habt ja zumindest unseren Haushalt, den wir euch heute vorschlagen, zugesendet bekommen. Und Martin wird ihn gleich auch freundlicherweise einblenden. Ich muss mal kurz Martin ein bisschen leiser stellen. genau. Und dann würde ich auch schon anfangen. Wir sind in Zeile 1a
Hier hat sich ein bisschen was verändert, indem nämlich Zeile 1a, ehemals Zeile 1b, gestrichen wurde und die Umlagenstrukturhilfen einfach nur nach oben gerutscht sind. Dann haben wir Zeile 1c, die jetzt neu heißt, die Zuzahlungen von den Kreisverbänden zu den Regionalgeschäftsführerstellen. Das war früher die gemeinsame Referentenstelle Kreisverbände. Hier hat sich ja aufgrund der Strukturfördermittel des Bundesverbandes ergeben, dass wir zwei neue Stellen geschaffen haben, nämlich für die Kreisverbände. Diese beiden sind ja auch schon fleißig dabei zu arbeiten. Und nächstes Jahr im Wahlkampf ist geplant, dass die Kreisverbände hier Stunden dazu kaufen können. Einige Kreisverbände haben auch schon angekündigt, dass sie das tun werden. Und wir haben hier mit einer Stundenzahl von ungefähr 13, also wenn wir hier eine Stundenzahl haben, wo ungefähr 13.000 Euro an Zuzahlungen dann reinkommen. Diese sind dann aber auch in Zeile 37c als Ausgabe wieder eingeblendet. Sollte sich hier die Einnahmen verringern, da das ein durchlaufender Posten ist, würde dann natürlich auch in Zeile 37c sich der Betrag bei den Ausgaben verkleinern. Dann haben wir noch Zeile 1b, die Umlage der Finanzbuchhaltung der Kreisverbände. Hier hat der Landesfinanzrat auf seiner Sitzung am 29.10. die Erhöhung für die Umlage für die Finanzbuchhaltung beschlossen. Dadurch sind die Einnahmen hier ein bisschen gestiegen oder werden steigen. Dann in Zeile 3, die MandatsträgerInnen Beiträge für das Land. Dort planen wir erstmal mit dem aktuellen Ist-Stand bis zur Landtagswahl, nämlich mit 5 Mitglieder des Landtages sowie einer Ministerin und zwei Staatssekretärinnen. Und anschließend haben wir konservativ geplant, ab Juli 2021 mit 6 Mitgliedern des Landtages ohne Regierungsbeteiligung. Dann in Zeile 5, die sind Spendeneinnahmen. In Wahlkampfjahren ist mit einem erhöhten Spendenaufkommen zu rechnen, daher auch hier eine höhere Veranschlagung als in den letzten Jahren. In Zeile 8, die Zuschüsse des Bundesverbandes und anderen Landesverbänden und Gliederungen, da sind bereits enthalten die 50.000 Euro, die wir als Zulage aus dem Soli-Fonds für unseren Wahlkampf bekommen. Dort hatte ich ja auf dem letzten Landesparteitag schon erzählt, dass der Antrag durchgegangen ist und die 50.000 Euro uns definitiv zugesprochen wurden. Und das ist aber ein bisschen höher, weil hier schon andere Landesverbände auch zugesagt haben, dass sie uns in Wahlkampfzeiten finanziell unterstützen wollen. Bestes Beispiel ist ja die Partnerschaft mit Schleswig-Holstein, von der wir heute schon gehört haben. In Zeile 10 bei sonstigen Einnahmen ist auch eine höhere Einnahme als sonst, da wir hier die Materialverkäufe an die Kreisverbände in Wahlkampfzeiten mit eingeplant haben. Also alles, was wir im Wahlkampf produzieren und an die Kreisverbände dann kaufen können, ist hier schon mit drin. Somit haben wir dann, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr Einnahmen von rund 820.000 Euro aufgerundet. 821.000 Euro aufgerundet. Genau, und dann komme ich auch schon zu den Ausgaben. Hier möchte ich was zu Zeile 13a sagen, der Lafosi-Teilprofessionalisierung. Diese wurde ja 2016 beschlossen und Teil des damaligen Beschlusses war auch, dass gerade in Wahlkampfjahren die Möglichkeiten besteht, dass die Landesvorsitzenden für 3 Monate auf eine Vollprofessionalisierung aufgestockt werden können und sich dann auch in der Zeit vollumfänglich dem Landtagswahl Vorbereitungen widmen können. Davon wollen wir jetzt im Haushalt 2021 das erste Mal, das wollen wir das erste Mal nutzen und in Anspruch nehmen und daher ist hier die Professionalisierung der Lafosis höher als in den Jahren zuvor. Dann haben wir in Zeile 16, Miete und Energie der LGS. Die Landesgeschäftsstelle ist dieses Jahr im Sommer innerhalb des Hauses 2 Etagen nach hochgezogen, also hochgezogen. Man findet uns jetzt im Dachgeschoss. Wir haben da jetzt viel mehr Platz und könnten damit auch die erhöhten Mitarbeiterzahlen besser unterbringen. Und genau, wer noch nicht da war nach Corona, schaut es euch ruhig mal an. Dann Zeile 32 und 33 sind der Aufwand für Parteitage und LDR. Ihr habt es ja gerade in der Zeitplanung schon gesehen. Wir planen mit mehreren Parteitagen und auch mehreren LDRs als üblich, weil wir ja nach Wahlkämpfen auch einiges mehr zu beschließen haben. Allerdings gehen wir davon aus, dass auch diese noch unter Corona-Auflagen erfolgen müssen. Daher ist hier mit knapp
machen. 30.000 Euro mehr Geld eingeplant als üblich. Wir hatten ja jetzt schon zumindest den Landesparteitag im September als Vergleichswert. Wie viel dann ungefähr ein Landesparteitag unter Corona-Auflagen kosten würde und auch für heute dann, wie die Aufwendungen für den digitalen Parteitag sind. Dann haben wir Zeile 37, den Aktionshaushalt LAFO. Der ist ein bisschen geringer als in den Jahren davor. Allerdings gibt es hier eine Erneuerung, nämlich das Sommercamp. Und das Sommercamp wurde von der Projektgruppe Mitgliederbetreuung auf dem Landesparteitag im September vorgestellt. Das planen wir nächstes Jahr das erste Mal ein und haben wir rund 3.500 Euro veranschlagt. Genau, und alles in allem haben wir dann, erwarten wir dann nach Abrechnung Einnahmen und Ausgaben einen Überschuss von rund 117.000 Euro. Davon und aus den Rücklagen, die wir gebildet haben, planen wir dann ungefähr 355.000 Euro für die Landtagswahl auszugeben sowie 45.000 Euro für die Bundestagswahl im September. Zudem schlägt der Landesvorstand unter dem Punkt besondere Aktionen vor für die anstehenden Landratswahlen in Mansfeld-Südharz, Wittenberg, im Jerichower Land, in Anhalt-Bitterfeld, im Burgenlandkreis und im Saalekreis sowie der Oberbürgermeisterwahl in Dessau-Roßlau insgesamt 10.000 Euro auszugeben als Unterstützung für die Wahlkämpfe der Kreisverbände. Vielen Dank von mir erstmal und ich gebe zurück. Ich sehe nämlich an, ich bin wieder live. Und zwar hatte ich gerade noch eine Frage an die Regie, die klärt sich jetzt gleich. Vielen, vielen Dank, Michelle. Moment, Regie. Okay. Genau, vielen Dank an die Regie. Die Frage war für euch relevant, denn das Redelistentool funktioniert wieder. Ihr könntet euch dort einwerfen, wenn ihr Fragen habt. Nutzt im Zweifel aber auch einfach die Chatfunktion. Wir sammeln das hier, sofern es Fragen gibt. Eine Frage liegt uns bereits vor. Und bevor ich hier dran nehme, nochmal an Michelle, vielen, vielen Dank für die kurze und souveräne Einbringung des Haushalts für unser wichtiges Wahlkampfjahr. Frage an die Regie. Es gibt eine Frage von Doro Frederking, wie mir gesagt wurde. Können wir Doro schon zuschalten? Doro ist noch nicht im Chatraum. Doro, wenn du das hörst, bitte geh in den entsprechenden Raum. Link müsstest du von Martin bekommen haben. Ist der gleiche wie vorhin auch. Genau. Wir warten jetzt eben einen kleinen Moment, bis das technisch steht. Und ihr könnt die Zeit nutzen, sofern ihr Fragen habt, die euch selbst einzuwerfen oder ihr stellt einfach, wenn ihr eine kurze schriftliche Frage habt, die vielleicht einfach direkt schriftlich im Chat. Das erspart uns etwas Zeit. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Frage kann auch so beantwortet werden, dann nutzt bitte diesen Weg. Doro hat das Wort. Das erspart uns. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Frage kann auch so beantwortet werden, nutzt bitte diesen Weg. Ja, vielen Dank an Michelle für die Vorstellung des Haushaltes. Ich habe eine Frage zu den Mandatsträgerinnenbeiträgen und wollte darum wissen, ob es möglich ist, dass man eine Auflistung gemacht werden könnte. Nutzt bitte diesen Weg. Okay. Das, ja, vielen Dank an Michelle für die Vorstellung des Haushaltes. Eine Auflistung fragen kann, nutzt bitte diesen Weg. Okay. Das, ja, vielen Dank an Michelle für die Vorstellung des Haushaltes.
Genau, vielen Dank, Doro. Wir haben mitbekommen, dass das technisch jetzt nicht ganz funktioniert hat. Genau, du schreibst es bitte einfach nochmal ins Chat, was du fragen möchtest. Die Zeit nehmen wir uns und dann kann Michelle darauf eingehen. Genau, das bekommt ihr jetzt nicht mit, aber es wird gerade geklärt, in welchem Chatfenster das, die Frage gestellt werden kann. Wenn ihr selbst Fragen habt zum Haushalt, dann nutzt bitte das Chat, das euch zur Verfügung steht. Oder werft euch in die Redebox ein. Bisher liegen uns keine Redebeiträge vor. Frage an die Regie, gibt es schon einen Beitrag von Doro? Okay, ich wiederhole mal die Frage von Doro. Die Frage von Doro ist, ob es als Mitglied möglich ist, die Auflistung der Mandatsträgerbeiträge zu bekommen. Und für die Beantwortung dieser Frage hat Michelle jetzt das Wort. Hallo, ja, ich weiß gar nicht, ob die Frage jetzt vorgelesen wurde. Doro fragte, ob es möglich ist, eine Auflistung der MandatsträgerInnen-Beiträge zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ausführlich du diese haben möchtest. Also wir haben ja unseren Beschluss mit den 13,5% und daraus kann man sich das ja auch selber ausrechnen, je nachdem, was die Menschen für Mandate innehaben und die werden auch alle bezahlt, aber eine Auflistung an sich öffentlich hier zeigen kann ich nicht. Okay, wir sind wieder live. Okay, gut, es gab gerade nochmal. Okay, die Frage scheint Ihnen jetzt aber beantwortet zu sein. Vielen Dank dafür. Ich frage nochmal in die Regie: Gibt es weitere Fragen, die vorliegen? Uns liegt niemand in der. Genau, es gibt eine weitere Person, oder es gibt eine Person, die sich eingeworfen hat, das ist André Schlecht-Pesé aus Dessau. Er ist auch schon im Video gleich da, ich sehe das gerade. Jetzt kommen wir wieder zum kurzen technischen Check-up und dann kann André gleich zu uns sprechen. Ja. Die Kamera lässt sich leider nicht freischalten. Das würde völlig ausreichen. André kommt mit Ton ohne Bild. André, wir freuen uns auf dein. Ja, hallo Grüne im Lande, André Schlecht-Pesé aus Dessau-Roßlau. Ich habe eine kurze Nachfrage zum Haushalt. Ist natürlich immer blöde, wenn es dann um eigene Interessen geht. Es geht um die 10.000 Euro für die Landkreiswahlen und die Oberbürgermeisterwahl in Dessau-Roßlau. Mir geht es um die Frage, ob da vielleicht ein bisschen mehr drin wäre. Schlicht und ergreifend, Dessau-Roßlau hat die Chance, einen grünen Oberbürgermeister zu bekommen. Und ich glaube, andere Oberbürgermeister im Lande stehen für uns derzeit nicht zur Verfügung. Und es wäre natürlich schade, wenn das daran scheitern sollte, dass am Ende vielleicht nicht genügend Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, dort jemanden ins Amt zu bringen.
Da sollen natürlich auch nicht die Landkreise drunter leiden, die mit in den 10.000 Euro drinstehen. Ich kann nur sagen, aus unserem Kreisverband, wir hauen unser Geld auf den Kopf für das nächste Wahljahr und würden uns freuen, wenn dafür aber auch das Land sozusagen an der Stelle solidarisch mit dabei steht und vielleicht noch ein bisschen mehr mit in die Waagschale werfen kann für unsere Oberbürgermeisterwahl. Dankeschön. Okay, vielen Dank, André, für diese Frage. Wir kommen jetzt zur Beantwortung durch Michelle. Geld herausrücken, das würde nur mit einem Änderungsantrag gehen. Und solange der nicht gestellt ist, kann ich da nichts machen. Andererseits gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich irgendwie dafür einzusetzen, dass gesondert Spenden für den OB-Wahlkampf nach Dessau-Roßlau organisiert werden. Da gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten. Und wie du selber ja vielleicht auch in unserem Haushalt gesehen hast, in unserer mittelfristigen Planung, wir geben alles Mögliche, was wir haben, aus für den Landtagswahlkampf und haben in der mittelfristigen Planung ja auch für dann 22 nicht ganz so viel Geld am Ende übrig. Von daher kann ich im Moment nur sagen nein. Aber lasst uns zusammenarbeiten, dass wir Spenden für euch generieren, wenn ihr dort diesen Wahlkampf machen möchtet. Danke. Und auch diese Frage ist beantwortet. Ich frage nochmal die Regie, ob es weitere Fragen gibt. Es liegen uns keine weiteren Fragen vor. Das wurde mir gerade eben auch noch ein zweites Mal bestätigt. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Fragen und für die Beantwortung. Damit kommen wir in die Abstimmung über den Antrag H1, den Haushalt für das nächste Jahr. Das Abstimmungstool ist auch gleich vorbereitet. Sobald das der Fall ist, geben wir euch den Hinweis. Genau, die Technik bereitet das gerade vor. Genau, nach diesem Tagesordnungspunkt sind wir auch fast am Ende. Danach kommt der Tagesordnungspunkt inhaltliche Anträge, wo uns keine weiteren eigenständigen inhaltlichen Anträge vorliegen. Sodass dieser Tagesordnungspunkt sehr, sehr schnell und zügig abgearbeitet werden kann. Und dann kommen wir noch einmal zu Verschiedenes, wo ihr dann die Möglichkeit habt, wenn ihr noch Hinweise habt zu Themen oder möglichen Veranstaltungen, diese dann auch an uns weiterzugeben. Genau. Und die Abstimmung zum Haushalt H1 ist freigeschaltet, habe ich soeben gehört. Ihr könnt also an der Abstimmung teilnehmen. Wenn sich das etwas verzögert um einen kleinen Moment, dann bitten wir euch um Geduld. Aber wer jetzt noch da ist, der hat eine ganze Menge Energie und Geduld, die wir heute Abend noch ein bisschen brauchen und dann ganz viel im nächsten Jahr in unseren beiden Wahlkämpfen. Nochmal ein Hinweis an die Regie. Okay, jetzt ist die Abstimmung hier bei uns geöffnet. Bei euch sollte das also auch der Fall sein. Und die ersten stimmen auch schon ab. Fantastisch.
Wir haben aktuell 13 Personen, die abgestimmt haben. Die Zahl erhöht sich kontinuierlich und haben die Abstimmung jetzt noch eine gewisse Zeit lang offen. 16 hier schon und die Zahl steigt hoffentlich gleich noch weiter. Das ist übrigens dann auch die letzte Abstimmung des Abends. Abgegebene Stimmen, ihr seid weiterhin dabei, tapfer dabei, engagiert dabei, mit, wie ich auf Twitter lesen durfte, Rotwein und Schokolade und Tee und Kakao und Kaffee habe ich nicht gelesen, wäre vielleicht klug gewesen, 18 Uhr nochmal eine große Kanne Kaffee zu kochen für diesen Abend. 28 abgegebene Stimmen, wir warten jetzt nochmal kurz, ob sich 29, ja, es steigert sich gerade noch ein bisschen. Wir warten noch einen Moment ab und schließen dann aber gleich die Abstimmung. Da bewegt sich jetzt gerade nicht mehr viel. Wir haben 29 abgegebene Stimmen hier vorliegen. Ich schließe die Abstimmung. 30, okay, aber es ist geschlossen. Ja, genau. Es haben sogar 31 Personen teilgenommen. Wie so oft erwähnt, heute Abend, es gibt eine kleine Verzögerung und die ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich und von Technik nicht immer ganz berechenbar. Jetzt haben wir ein Ergebnis und zwar 31 abgegebene Stimmen, 25 für den Haushalt, 4 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit haben wir einen Haushalt für das nächste Jahr beschlossen. Vielen Dank für die Abstimmung und wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Okay, super, vielen Dank auch von mir. Wir kommen zum Top 8. Inhaltliche Anträge, Christian erwähnte es. Wir haben bis jetzt keine weiteren Anträge bekommen. Wir fragen nochmal in die Regie. Gibt es Anträge? Die Regie meldet mir zurück, dass es keine Anträge gibt. Damit können wir, wenn es keine Einwände gibt, zum Top 9 kommen, zu Verschiedenes. Das ist unser letzter Punkt der Tagesordnung. Wir haben es fast geschafft. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne alle nochmal einladen, sich, wenn sie denn mögen, beteiligen und mir mitteilen, ob Sie denn Wortmeldungen jetzt in den Stream schalten wollen. Ich frage an die Regie, gibt es im Chat Anmeldungen? Wir gucken auch gerade nochmal, oder ich frage eher nochmal an die Regie, können wir die Rednerinnenliste, also die Boxen für die Redebeiträge verwenden? Ja, ich höre gerade, dass Sie freigeschaltet sind. Ihr könnt also auch dann in die Losboxen eure Namen werfen. Wir schauen hier auch parallel. Ich glaube, das ist noch ein alter Einwurf. Das ist nicht mehr aktuell. Fragen kurz an die Regie. Gibt es bisher bei euch im Chat Leute, die sich gemeldet haben? Nein. Nein, ich höre ein Nein. Wir sehen hier gerade... André aus Dessau wird uns hier noch angezeigt gerade. Das genau, müsste okay. Gut. Von vorhin. Dann warten wir einen kleinen Moment nochmal. Zum Abschluss nochmal bitte ein wenig Geduld. Wir wollen allen die Möglichkeit geben, jetzt nochmal den Top 9 Redebeiträge einzuwerfen, beziehungsweise ihre Namen in die Losboxen, damit wir dann die Person in den Stream schalten können. Ich höre, im Chat gibt es keine Meldungen. Ich schaue auch nochmal bei uns in die Rednerliste. Nein, wir haben bisher keinen. Letzte
Frage an die Regie? Ich höre nichts. Wunderbar, bei der Rednerinnenliste taucht auch niemand auf. Dann vielen Dank erstmal für die Beteiligung an den Abstimmungen. Ich würde gerne jetzt das Wort an Suse nochmal zugeben und sie möchte sicherlich auch nochmal ein paar Dankesworte an uns richten. Suse, bitte, du hast das Wort. Ich frage an die Regie, ist Suse bereit? Ja. Suse ist bereit. Suse, bitte. Ja. Mit einem gemeinsamen Ziel ist man nicht alleine. Das stand auf den Weihnachtskarten, die wir euch zugeschickt haben. Und die meisten von euch haben die schon bekommen. Das habe ich in den sozialen Medien schon wahrgenommen. Und ich glaube, dass dieser digitale Parteitag tatsächlich ein gutes Symbol dafür ist, dass wir alle heute an verschiedenen Geräten, an verschiedenen Orten gemeinsam einen guten Start, einen guten ersten Start in das kommende Wahljahr gemacht haben, geschritten sind und dass wir auch einen guten Schritt gegangen sind in den Vorbereitungen für dieses Wahljahr. Danke, dass ihr alle dabei wart. Vielen, vielen Dank an das Präsidium. Ihr habt das großartig gemacht. Dieser digitale Test oder dieser digitale erste LDA, diese digitale Vorhut, die hat heute an vielen Stellen gestottert, die hat heute an vielen Stellen Geduld gebraucht und trotzdem hat es gut funktioniert, weil ihr uns da souverän durchgeführt habt und weil natürlich auch die Delegierten und Mitglieder alle sehr, sehr geduldig waren. Nicht zu vergessen die Presse, die auch sehr geduldig mit uns war. Vielen, vielen Dank an Martin Grimm, unseren Landesgeschäftsführer, der heute die Regie gemacht hat und den zumindest diejenigen von uns, die heute gesprochen haben, auch ab und zu mal im Jitsi-Chat gesehen haben. Alle anderen haben ihn ab und zu mal aus dem Hintergrund gehört. Vielen, vielen Dank an die Netzbegrünung. Vielen, vielen Dank an das tolle Team im Hintergrund, auch diejenigen, die im Chat den technischen Support geleistet haben, Fragen beantwortet haben. Vielen Dank. Ich finde, das war bei allen Schwierigkeiten, bei aller Länge ein beeindruckendes Experiment und wir haben heute tolle Ergebnisse geliefert. Dank euch allen. Ciao. Gibt es noch irgendwas im Chat? So, wir sind zurück live hier aus Magdeburg. Vielen, vielen Dank, Suse, für die lieben Worte und Dankesworte. Wir wollen uns auch nochmal bedanken bei allen, die zugeschaut haben, bei allen Delegierten, bei dem Team in der Regie, die es hier ermöglicht haben, dass wir im Präsidium den Landesdelegiertenrat jetzt digital durchführen können. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Vielen Dank auch für die Ausdauer. Vielen Dank, dass ihr euch so beteiligt hat, dass das so gut funktioniert hat im digitalen Abstimmungsraum. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, schönes Wochenende nochmal und bleibt gesund und hoffentlich bis bald im digitalen Raum oder auch irgendwann wieder in Real Life. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.